Three versus Psychiatry. Ich weiß, geil geht anders, aber Burger ist Burger. Ich holte den in sich zusammengefallenen Discount-Whopper aus der Mikrowelle, häufte ein paar frittierte Pommes daneben und garnierte das Ganze mit Ketchup und Mayo. Dann pflanzte ich mich auf die Couch und wurde ganz hippelig, als die epische Orchestermusik aus den Trailern endlich den Beginn der Show einläutete. Es war soweit. Die erste Folge Three vs. Psychiatry. Drei Menschen, drei Wochen, drei Gegenstände, eine Psychiatrie. Die bereits bekannte Off-Stimme raunte mir das in den letzten Monaten heiß diskutierte Showkonzept entgegen. Bartholdi Innstetten war mit 70 Gebäuden, 8 Großküchen und einem eigenen Kraftwerk die größte Nervenheilanstalt Europas. In den kommenden 3 Wochen dient sie unseren 3 Kandidaten als Spielstätte zur Auslotung ihrer eigenen psychischen und physischen Grenzen. Wo vor 100 Jahren freigebig in Gehirnwindungen gewühlt wurde, sind sie auf Messer, Schlafsack und Feuerstahl beschränkt, um den verwickelten Gebäudekomplex sowie einen abgesteckten Bereich im umliegenden Waldgebiet nach Nahrung, Unterkunft und Selbsterkenntnis zu durchforsten. Dabei sind sie vollkommen auf sich allein gestellt. Die Anlage befindet sich, abgeschottet vom Rest der Welt, auf einer kleinen Insel. Die Kandidaten wissen nichts voneinander und sind durch Abwesenheit von medialer Zerstreuung auf ihre eigenen Abgründe zurückgeworfen. Was sie auch nicht wissen, wir haben über die gesamte Anlage audiovisuelle Trigger installiert, um selbst die resilientesten Charaktere auf Trab zu halten und sie, sehr verehrtes Publikum, vor dem Anblick lethargischer Grübelorgien zu bewahren. Geile Scheiße. Wenn ich je irgendetwas sehen wollte, dann war es das. Zumal die technische Umsetzung dem Ganzen die Krone aufsetzte. Als Zuschauer konnte man entweder eigenständig zwischen den Livestreams der Charaktere hin und her schalten oder bekam in der Konferenz eine kuratierte Szenenauswahl. Trotz aller Euphorie fragte ich mich jedoch, wie die Produktion sicherstellen konnte, dass die Teilnehmenden nichts voneinander wussten. Ich meine, als die Ankündigung kam, ging das Ding durch die Decke. Reddit und Twitter explodierten geradezu. Mir wurde allerdings klar, dass der Titel der Show und Einzelheiten zum Szenario erst vor einer Woche offengelegt worden. Davor gab es nur kryptische Teaser, um Hype aufzubauen. Man muss die Kandidaten schon eine Woche vorher abgeschottet haben. Insgesamt also 4 Wochen ohne Internet. Na schön, let's go. Die Mission? 3 Wochen überleben. Das Preisgeld? 300.000 Euro pro Erfolg. Die Rahmenbedingungen? Die Kandidaten sind dazu verpflichtet, ihren Inselaufenthalt 24/7 per Kopfkamera zu streamen. Kamera-Equipment, Akkus und Erste-Hilfe-Set sind Teil ihrer Ausrüstung. Ein Akkuwechsel hat innerhalb von 30 Minuten zu erfolgen, andernfalls wird die betreffende Person mit sofortiger Wirkung disqualifiziert. Für einen Abbruch der Mission muss das vereinbarte Safe-Wort 3-mal hintereinander klar und deutlich in die Kamera gesagt werden. Die Kandidaten. Kandidat 1, Daniel, Mickey, Landauer. Kaffee-Junkie, Überlebenskünstler, Brainstormer. Der 32-jährige Survival-YouTuber hat einen Bären bezwungen und seinen Spitznamen durch sein 27 Jahre anhaltendes Mickey-Maus-Abonnement. Ob er ohne Kaffee und Leselampe mental im Dunkeln tappt? Kandidatin 2, Helen Hens, Extremsportlerin, Model, Urbex-Queen. Die 29-jährige Adventure-YouTuberin ist 7-fache Katzenmama und hat jedes Lost-Place-Setting durchgespielt. Auf Schwierigkeitsstufe Nightmare, inklusive aller DLCs. Ob sie zwischen rissigen Wänden und ausgedienten, opetischen, flauschigen Kittenersatz findet? Kandidat 3, Anton Zarborg, Muskelpaket, Frauenschwarm, Küchenphilosoph. Der 38-jährige Motivational-YouTuber bringt seine Followerschaft auf die Beine und nimmt letztere bei drohender Langeweile in die Hand. Ob ihm seine rudimentären Survival-Skills einen Strich durch die Rechnung machen? 3 Menschen, 3 Wochen, 3 Gegenstände, eine Psychiatrie. Herzlich willkommen bei 3 versus Psychiatrie.
Fasziniert biss ich in meinen Whopper und tunkte eine Pommes in die rote Soße. Was würde mich hier erwarten? Wer von den Kandidaten würde es packen oder auch nur am längsten durchhalten? Welche Art von Trigger hatte die Produktionsfirma vorbereitet? Hatte man die Anlage in ein riesiges Gruselkabinett umfunktioniert, mit marternden Geräuschen und ferngesteuerten Objekten? Wie würden die Teilnehmenden darauf reagieren? Und was, wenn sie sich untereinander begegneten? Würden sie sich gegenseitig helfen? Oder ihr Gegenüber vielleicht sogar als künstlich installierten Trigger identifizieren? Nachdem Mickey, Helen und Anton von einer Ein-Personen-Drohne an drei verschiedenen Punkten im Gelände platziert worden waren, ging es für sie erst einmal darum, das umliegende Terrain zu erkunden und sich eine geeignete Lagerstätte zu suchen. Vermutlich werden die meisten von euch wissen, wie so ein Lost Place aussieht. Zertrümmertes Mobiliar, auf dem Boden verteilter Plunder, ausgeweidete Apparaturen, halb herunterhängende Zimmerdecken und eingeschlagene Fenster prägten das Bild der einstmals sterilen Krankeneinrichtung. Zudem hatte sich die Natur nach all den Jahren weite Teile Bad Holdi-Innstettens zurückgeholt. Aus dem Boden schossen Moose und Farne, Schlingpflanzen überwucherten Wände und Decken, Ratten huschten über vergilbte Dokumente und verschwanden in Abflussrohren oder unter den Bezügen zerfetzter Schaumstoffmatratzen. Mutwillig abgeladener Hausmüll oder Wertstoffe waren hingegen kaum zu finden. Die Insel war zwar mit dem Boot zu erreichen und von Schaulustigen zu Genüge ausgeschlachtet worden. Des hausgemachten Ballasts konnte man sich allerdings auf bequemere Weise entledigen als per Spritztour übers Wasser. Mickey merkte man schnell seine Survival-Erfahrungen an. Ich meine, der Typ hatte nur mit einem Klappmesser bewaffnet im 1-gegen-1 einen Bären bezwungen und seinem Output auf YouTube nachzuurteilen, verbrachte er mehr Nächte in der Wildnis als auf seiner Luxusfarm. Er wurde in der Nähe des Westflügels abgesetzt und hatte schnell einen geeigneten Raum für sein Lager gefunden. Verrostete Aktenschränke und haufenweise zerfledderte Dokumente ließen darauf schließen, dass es sich um eine Art Büro gehandelt haben musste. Nachdem er einen Batzen Brennholz und raue Mengen Moos als flauschige Unterlage für seinen Drei-Jahreszeiten-Schlafsack beschafft hatte, schnitzte er sich ein Behältnis zum Bärensammeln. Und von jenen hatte das umliegende Waldgebiet reichlich zu bieten. Johannisbeeren, Blaubeeren und sogar kleine Erdbeeren. Selbst wenn man in den 3 Wochen kein Getier zu fassen bekam, war für das Minimum an überlebensnotwendigen Nährstoffen gesorgt. Das wusste natürlich auch Mickey. Der menschliche Körper kann grob 3 Minuten ohne Sauerstoff auskommen, 3 Tage ohne Wasser und 3 Wochen ohne Nahrung. Hielt der Survival-Experte einen Vortrag über die Wunder der Natur. Ich würde sagen, wir befinden uns im sogenannten Schlaraffenland, meine Freunde. Okili-dokili. Auch Helen war vom Start weg voll in ihrem Element. Die geübte Lost Place-Abenteurerin wurde in der Nähe des Ostflügels platziert und eroberte sich einen mutmaßlichen Operationsraum mit ausgedienten Beleuchtungsapparaten und diversen Schubladenschränken. In letzteren befand sich jede Menge einigermaßen gut erhaltenes Operationsbesteck. Eine willkommene Alternative zum Messer, um sich auf die Suche nach proteinhaltiger Nahrung zu machen. Auch eine modrige Krankenliege war vorhanden, die Helen sogleich auf eine Idee brachte. Mit einem teleskopartigen Skalpell bewaffnet, durchforstete sie ihren Flügel und kam mit einer weiteren Liege, einer Handvoll Absperrband und einer durchs Maul aufgespießten Spitzmaus zurück. Sie schob die Liegen aneinander, fixierte diese mit dem Absperrband und breitete ihren Schlafsack darauf aus. Und siehe da, fertig war das Hochbett, das sie vor weiterem Getier schützen sollte. Auf einem späteren Streifzug fand sie eine Art überdimensionales Gurkenglas. Was darin wohl gelagert wurde, sagte Helen mit schnippischem Unterton. Vermutlich nichts, was man auf einer Tupperparty als Fingerfood anbieten würde. Sie packte das Glas in einen als Tragetasche umfunktionierten Müllsack und nahm es mit zur Wasserstelle. Und damit wären wir an einem der wichtigsten Punkte überhaupt angekommen. H2O. Die Teilnehmenden durften sich zwar frei auf dem riesigen Gelände bewegen, waren allerdings durch dessen Umzäunung begrenzt. Ein Vordringen zum See hätte die sofortige Disqualifikation bedeutet. Allerdings zog sich ein kleines Bächlein quer durch das Areal, sodass das Grundbedürfnis Trinken von jedem der Flügel aus durch einen mehr oder weniger langen Fußmarsch befriedigt werden konnte. Helen spülte den zwielichtigen Glasbehälter kräftig aus und nutzte ihn fortan zum Wasserholen.
Anton war der Kandidat mit den wenigsten Erfahrungen im Survival Game. Das merkte man dem vor Selbstbewusstsein und Muskeln strotzenden Sunnyboy mit der leicht fisteligen Lache überhaupt nicht an. Zumindest anfangs nicht. Noch bevor er sich auf die Suche nach einem geeigneten Raum für sein Lager machte, hackte er mit dem Messer zielsicher auf ein paar schmale Baumstämme ein, um einen Lattenrost für sein Bett in Angriff zu nehmen. Nach etwa einer halben Stunde schulterte er ein knappes Dutzend Stämme und machte sich auf den Weg zum Nordflügel, in dessen Nähe er von der Drohne abgesetzt worden war. Kaum hatte er die Schwelle zu den verlassenen Anstaltkatakomben überschritten, wurde er auch schon fündig. Direkt hinter dem Tresen der Empfangshalle richtete er sich seine Schlafstätte ein. Dazu fixierte er die Latten mit einem alten Stromkabel, kleidete das Gestell mit Moos aus und warf seinen Schlafsack drüber. Danach ging es wieder ab in das umliegende Waldgebiet, Feuerholz looten. Junge, hatte der Typ Energie. Ich war wirklich gespannt zu sehen, was diese Maschine an Mensch für einen Wirkungsgrad erreicht, wenn sie ein paar Tage nur Disteln und Blattwerk zwischen die Kiemen bekommt. Während Anton ununterbrochen ackerte und schnaubte, flirtete er ebenso ununterbrochen mit der Kamera. Dabei hörte man klar den Motivationstrainer heraus. Immer wieder kam er auf seine Self-Empowerment-Tipps zurück, legte ausführlich dar, mit welcher Art von Mindset man das Maximum aus sich herauszuholen imstande ist und wie jenes Mindset zu erreichen sei. In diesem Kontext betonte er, dass das Format Free vs. Psychiatry für ihn als Neuling im Survival-Game eine echte Herausforderung wäre. Es ist genau dieses Korsett an äußeren Umständen, sagte er mit seiner für seine Statur überraschend hohen Stimme, an dem wir innerlich wachsen. Wer lernt, mit dem Nötigsten auszukommen, wird sich in der Dürre zu Hause fühlen, meine Lieben. Begebt euch in Extremsituationen, kommt raus aus eurer Comfortzone, lebt reduziert, um zu wachsen. Man könnte fast sagen, beschränkt euch, um nicht beschränkt zu sein. Das klang alles durchaus glaubhaft und durchdacht und potenziell auch arg motivierend. Aber irgendwie konnte er damit doch nicht final zu mir durchdringen. Was, naja, entweder an ihm, an irgendeinem mitschwingenden Subtext lag, den ich näher nicht in Worte fassen kann. Oder aber es lag an mir, der ich generell kaum bis gar nicht für irgendwas zu motivieren bin. Ironischerweise nutzte ich die Werbeunterbrechung, um ein paar Cookies in eine Portion Vanilleeis zu bröseln, die locker ein großes Gurkenglas ausgefüllt hätte. So hatte sich also jeder der Teilnehmenden mehr oder weniger wohnlich eingerichtet, filmte und kommentierte brav das Geschehen und machte es dem Zuschauer leicht, eine gute Zeit zu haben. Je nach Laune seppte ich zwischen den Livestreams hin und her. Wenn ich sehen wollte, wie man die gegebene Szenerie mit all ihren Räumlichkeiten und verborgenen Fundstücken perfekt zu seinen Gunsten nutzen und förmlich mit ihr verschmelzen konnte, dann schaltete ich zu Mickey. Wenn es mich eher nach pointiertem Sarkasmus und Tribute von Panem-Vibes verzehrte, dann war ich bei Helen an der richtigen Adresse, die grazil wie ein junges Reh durch Moose, Farne und Trümmer huschte. Wenn mir hingegen nach inbrünstiger Manpower und kompetent wie unterhaltsam zur Schau gestellten Selbstoptimierungswahn war, dann ging ich mit Anton Zarbock. Meine heimliche Favoritin war ja Helen, was weniger daran lag, dass es einfach eine Augenweide war, dieser Schönheit bei der Bewältigung ihres Tagewerks zuzuschauen, als vielmehr daran, dass ich mich irgendwie am ehesten mit ihr, mit ihrem Humor, mit ihrer Art, die Dinge anzugehen, identifizieren konnte. Wie dem auch sei, die ersten 3-4 Tage und Nächte verliefen, abgesehen von dem teils aufbrausenden Temperament der unterschiedlichen Charaktere, relativ ruhig. Mickey hatte es tatsächlich fertiggebracht, an Tag 2 einen Hecht aus dem kleinen Bächlein zu fischen, und zwar mit bloßer Hand. Offenbar stand er nicht nur im physischen Duell, sondern auch in puncto Nahrungsbeschaffung einem Bären in kaum etwas nach. Während Mickey sich das geröstete Schuppentier schmecken ließ, did Helen Fings und schnetzelte Ratten unter Zuhilfenahme ihres facettenreichen Operationsbestecks. Schon irgendwie paradox, dass sie den Todesstoß als 7-fache Katzenmama so spielend leicht übers Herz zu bringen schien. Auch wenn ich mal darauf tippe, dass es ihr weniger leicht fiel, als es aussah, dass sie sich einfach zugunsten der Mission und der damit zusammenhängenden Selbsterfahrung emotional unter Kontrolle hatte, haben musste.
Was Antons Verhalten hingegen betraf, war ich nicht sicher. Anfangs noch wie eine schlagende Axt ins Abenteuer geprescht, schien er spätestens nach Tag 3 etwas abzubauen. Womöglich war das tatsächlich darauf zurückzuführen, dass er kaum ein Tier zu Gesicht bekam und die damit zusammenhängenden Proteinschübe ausblieben. Vielleicht gab es für Ratte, Igel und Co. im Gebiet rund um seine Nordflügel einfach wenig zu holen, weshalb sie hier weitgehend fernblieben. Vielleicht hatte er einfach Pech. Jedenfalls musste er mit Beeren Vorlieb nehmen. Und obwohl er bei seinen ausführlichen Tagesresümees das Feuer für die Mission aufrechtzuerhalten bemüht schien, wirkte es eben genau so. Bemüht. Generell fragte ich mich, wo denn die audiovisuellen Trigger blieben, die lauthals angekündigt worden waren. Oder war der doch recht leicht zu fangende Hecht bereits eine Art Trigger? Hatte die Produktion an ausgewählten Punkten im Gelände geschwächtes Getier platziert, um den Kandidaten schnelle Erfolgserlebnisse zu verschaffen und die Spannung zusätzlich anzuheizen? Würde man manuell platzierte Trigger überhaupt als solche erkennen? Denn damit sie ihre Wirkung nicht verfehlten, mussten sie sich ja unmerklich in das Setting der Psychiatrie und des umliegenden Waldgebiets einfügen, um von den Kandidaten nicht als solche identifiziert zu werden. Warum aber sollte sich das Publikum zu Hause bei der Entlarvung künstlicher Trigger besser anstellen als die Kandidaten? War man hier nicht drauf und dran, nicht nur die Teilnehmenden, sondern auch die Zuschauer hinters Licht zu führen? Schon bald sollte ich eine Antwort auf diese Fragen erhalten. Denn schon bald entdeckte Anton einen Pilz. Zuvor jedoch bekam Helen unerwarteten Besuch. Es muss die 6. oder 7. Nacht gewesen sein, als sie ein klirrendes Geräusch, das von den Schubladenschränken kam, nach oben schnellen ließ. Noch halb im Sitzen fahndete sie mit ihrem Blick durch den stockdüsteren OP-Saal. Im Gegensatz zu uns Zuschauern, die von der Wärmebildfunktion ihrer 24-7-Kopfkamera profitierten, musste sich Helen anhand der müde vor sich hin glimmenden Glut im abendlichen Lagerfeuer zurechtfinden. Als erneut ein Klirren zu hören war, schwang sie sich abrupt von ihrer Liege, schnappte sich ein Skalpell und bewegte sich in Richtung des Geräusches, bis sie unter einem der Schränke fündig wurde. Dort hockte ein längliches Wesen, dass sich emsig an Helens Bärenvorrat zu schaffen machte. »Na, wer bist du denn?« erkundigte sich die Katzenmama mit freundlicher Stimme. »Wenn es nur nicht so dunkel wäre, könnte ich...« Das Tier schnabulierte munter weiter vor sich hin, als Helen mit einer Hand unter den Schrank fuhr und vorsichtig über das Fell strich. »Frettchen? Marder? Wiesel? Ich tippe auf Marder mit einem ordentlichen Loch im Bauch.« Kurz unterbrach das Tier seinen Fressflash. Und da war es, als würde es das vage funkelnde Metallstück in Helens Hand beäugen. »Nein, nein. Es ist nicht so, wie es aussieht. Hier, ich komme in Frieden.« Sie legte das Skalpell auf den Schrank und präsentierte ihre leeren Hände. Das Tier reckte vorsichtig seinen Kopf nach oben, schnupperte an Helens Händen und schon widmete sich wieder dem Bärenvorrat. »Ja, ist nur. Ist genug für alle da«, sagte Helen wohlwollend. »Solange du mir nachher nicht auf den Perserteppich kackst. Leben und leben lassen, you know?« Sie fuhr dem mutmaßlichen Marder sanft durchs Fell. »Ich hab dich im Auge, kleiner Freund.« Und begab sich zurück auf ihre modrige Krankenliegenkonstruktion. Apropos Nahrungsbeschaffung. Was sich bei Anton zunächst als schwierig herausstellte, schien nun endlich von Erfolg gekrönt zu sein. Bei einem orientierungslos wirkenden Streifzug durch den Wald, bei dem er sich seltsamerweise dabei filmte, wie er starr und stumm den Blick nach vorne gerichtet hielt, machte es plötzlich Knack. Anton war auf ein morsches Stück Holz getreten, schaute nach unten, und da erblickte er sie. Eine Reihe Pilze mit weißem Stiel und brauner, leicht gewellter Kappe. Sogleich bückte er sich
und hielt mit der Kamera drauf. Wer hätte das gedacht? Gab das Muskelpaket mit einem freudigen Glucksen in der Stimme von sich. Na, 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 na. Ihr seht, immer dranbleiben, immer weiter fighten, nie aufgeben, meine Lieben. Dann werdet ihr schon früher oder später über euer Glück stolpern. Passt nur auf, dass ihr nicht allzu sehr dabei hinklatscht. Anton lachte schräg. Nun schau mal einer an. Ein echtes Prachtexemplar bist du. Ein Riesenschirmling, was? Ja, sieht mir auf jeden Fall genießbar aus, würde ich sagen. Wir sind ja nicht zum Spaß hier, nicht wahr? Anton zwinkerte in die Kamera, leckte sich über die Lippen und zog ein gutes Dutzend Pilze aus dem Boden. Dann wickelte er sie in ein großes Blatt ein und stopfte sie in die Bauchtasche seines Kapuzenpullovers. Zurück in seiner Empfangshalle kochte er sich das erste richtige Mahl seit seiner Ankunft in Bartholdy in Stetten. Ein Mahl, das ihm nicht allzu gut bekommen sollte. Als Anton zur Ruhe gekommen war, hing dieses Ding von der Decke. Ich bin wahrlich kein Pilzspezialist, hatte aber irgendwie geahnt, dass er sich hier einen Fehlgriff geleistet hatte und war natürlich erstmal in seinem Stream geblieben. Anton lag zwar halb verdeckt hinter dem Tresen, in Richtung der zweiflügeligen Eingangstür, durch deren milchige Fenster das Mondlicht drang, war allerdings die Sicht frei. Das Wärmebild der Kopfkamera tat sein Übriges. Es war nicht so, dass dieses Ding wirklich von der Decke hing. Es schwebte eher reglos im Raum, als hätte man am Reißbrett eine Markierung gesetzt. Das muss ein Trigger sein, dachte ich mit einer Mischung aus Anspannung und Vorfreude. Doch was war es genau? Es sah aus, als trüge es ein weites, hängendes Gewand. Der Rotstich in der Wärmeanalyse deutete auf eine Art Herzstück im oberen Bereich des Objektes hin. Weitere Anhaltspunkte wurden von der umliegenden Dunkelheit verschluckt, bis es einen ruckartigen Satz in Richtung Anton machte, wobei das Gewand kurz auffallte und das Mondlicht für den Bruchteil einer Sekunde so in die Empfangshalle fiel, dass unter dem Stoff vier langfingerige Arme aufblitzten. Bei der Bewegung muss das Gewand hörbar auf den Boden geschlackert sein, denn zeigte Antons Kopfkamera plötzlich aufrecht in den Raum hinein. Durch den Äther spürte ich, wie angespannt er war, wie sein Atmen schwerer wurde, wie er mit sich und der Situation rang. Und dann passierte etwas Seltsames. Während das Ding weiterhin vielleicht 7-8 Meter von Anton entfernt, schwebend im Raum stand und sich nicht rührte, sah man, wie Anton sich selbst an die Gurgel ging. Durch die Wärmekamera konturenhaft zum Vorschein gebracht, sah man aus seiner Perspektive, wie seine Ellenbogen durchs Bild wirbelten, wie er eine Hand kurz gegen sich erhob, um sie in seine Richtung niederpreschen zu lassen, wie er tobte und kämpfte und das Bild wurde schwarz und Werbung. Wahrscheinlich allerhöchste Eisenbahn aus Sicht der Produktion. Aber wer weiß, vielleicht auch der perfekt gesetzte Cliffhanger? Was, wenn das alles wirklich so inszeniert war? Ich meine, klar, dieses schwebende Ding musste eine Art Drohne im Monsterkostüm gewesen sein. Auch einkalkuliert war, dass Anton nichts von irgendwelchen Triggern wusste. Aber die Pilze hatte er sich ja selbst eingeflößt. Soweit konnte doch keiner vorausplanen, auch vom Timing her, dass er genau dann irgendwelche Hallus schiebt, wenn dieses Ding auftaucht.
wobei er bei dem durchaus schauerlichen Anblick vermutlich auch ohne Psilocybin schreckhaft reagiert hätte, zumal er nach den paar Tagen mental auch so schon ziemlich runtergerockt wirkte. Aber wäre er ohne die Substanz derart ausgetickt? Was auf jeden Fall denkbar war, dass die Produktion versteckte Kameras übers Gelände verteilt hatte, um die Fäden in der Hand zu behalten, um auf die individuellen Geschicke der Teilnehmenden ebenso individuell reagieren zu können. Außerdem musste man sich ja generell einen Überblick verschaffen und sicherstellen, dass das Ganze nicht außer Kontrolle gerät. Nun, so viel sei gesagt. Wenn dem so war, dann hatte sich die Produktion maßlos überschätzt. In den kommenden Tagen wirkte Anton zusehends schreckhaft und in sich gekehrt. Seine motivierenden Reden waren längst verklungen. Wenn er dann doch mal in die Kamera sprach, beschränkte er sich auf nüchterne Kommentare zum Wetter oder kryptische Betrachtungen, etwa zur Beschaffenheit von Holz. Seht ihr die Ringe hier? Fragte er starr lächelnd in die Kamera, während er auf den Querschnitt einer Eiche wies. Die äußeren hier, das ist die ganze Schlacke, die wir uns im Laufe der Jahre anfressen. Er strich mit einem Finger von außen nach innen. Und das Kleine in der Mitte hier, dieser kleine Punkt, das sind wir wirklich. Jeder Baum beginnt mit diesem einen inneren Strang. Seine Stimme wurde flatterig. Und jeder wahre Baum endet auch mit diesem einen inneren Strang. Er machte eine längere Pause, in der er unbestimmt in die Ferne blickte. Alles unnötiger Ballast, sagte er plötzlich mit entschlossenem Ton und hackte mit seinem Messer unwillkürlich auf den Baumstamm ein. Einen Tag später sah Anton etwas, das seine Situation nicht unbedingt verbessert haben dürfte. Als er seinen allmorgendlichen Gang zum Bach machte, um seinen Wasservorrat aufzufüllen, war aus der Ferne ein kleiner, brauner, undefinierter Fleck zu sehen, der sich zu allem Überfluss auch noch bewegte. Schnell wurde mir klar, jetzt ist es soweit. Die erste Begegnung zwischen Mensch und Mensch. Nun, ich lag zwar richtig, aber irgendwie auch wieder falsch. Anton pirschte gebückt in Richtung Wasserstelle vor, verkroch sich dabei immer wieder hinter dem Dickicht, um verdeckt daraus hervorspähen zu können. Und tatsächlich, zu sehen war eindeutig Helens Rücken. Kurz wechselte ich in die Perspektive der Adventure-YouTuberin und war live dabei, wie sie sich die Hände wusch und ihr Gurkenglas in die Strömung hielt. Der Switch zurück zu Anton verriet mir, dass er noch ein Stückchen weiter vorgedrungen war. Ein bisschen verwunderte es mich, dass er so überaus vorsichtig zu Werke ging und wollte ihm am liebsten zurufen: »Es ist doch nur Helen, nun geh schon hin, die tut dir doch nichts.« Nach anderthalb Wochen in völliger Einsamkeit musste eine solche Begegnung doch die lang ersehnte Oase in der Wüste der sozialen Interaktion bedeuten. Andererseits wusste ich um seinen Zustand. Wer weiß, was er sah. Vielleicht traute er seiner Wahrnehmung nicht. Vielleicht dachte er, es sei eine Fata Morgana oder dergleichen. Denkbar war allerdings auch, dass er einfach Angst hatte. Man muss sein Vorgehen beurteilend ja auch in Betracht ziehen, dass die Teilnehmenden dachten, sie seien völlig allein auf der Insel. Wäre allerdings nicht spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, die von der Produktion kommunizierten Spielregeln in Frage zu stellen? Und selbst wenn es sich um einen Zivilisten unabhängig von Free vs. Psychiatry handelte, wäre eine Konfrontation doch vermutlich irgendwie hilfreich gewesen. Aber gut, wir halten fest. Anton hielt sich bedeckt und Anton nahm die Beine in die Hand, als Helen sich aufrichtete und sich in seine Richtung drehte. Aber nicht nur Anton, auch Bärenbezwinger Mickey sah etwas,
das ihn ganz schön Nerven gekostet haben dürfte. In der Nacht auf Tag 12 wurde er von einem fernen, sirenenartig langgezogenen Geräusch geweckt, das sicher eine halbe Minute lang das Mikrofon in Mickys Kopfkamera penetrierte und damit auch den Zuschauer. Ein bisschen klang es wie der aufbrausende Kriegsruf von Indianern, allerdings durchsetzt von einem zerfahrenen, fast weinerlichen Basiston. Als dieses absonderliche Gejaule nach einer kurzen Pause erneut ansetzte, rüstete sich Mickey mit einer selbstgebastelten Fackel aus und durchforstete den Wald. Mit gefühlt jedem Schritt wurde das Geräusch lauter, wobei der Survival-YouTuber in den immer wieder eintretenden Phasen der Stille offensichtlich immer weiter heranrückte. Als das Gejaule irgendwann ganz verstummte, entdeckte Mickey es, gut 20 Meter von ihm entfernt, eine längliche Silhouette im unteren Teil einer Baumkrone, etwa 5 Meter über dem Erdboden. In waagerechter Position hielt sie einen dicken Ast umklammert, auf dem sie sich kontinuierlich vor- und zurückschob, was ein wenig obszön anmutete. Inzwischen war Mickey so nah herangetreten, dass ein ratschendes Geräusch der Reibung zu vernehmen war. Dabei schien sich das Ding nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, auch nicht von Mickys Fackel, die nun endlich ein Gesicht enthüllte. Das in sich zusammengefallene, apathische Gesicht Anton Zarboks, dessen Hautmasse entsprechend der schiebenden Hin- und Herbewegungen durchgeknetet wurde. Mickey schreckte ob dieses Anblicks kurz zusammen, fing sich aber sogleich wieder und wagte die Kontaktaufnahme. »Wer bist du? Was machst du hier?« fragte er mit leicht nervöser, freundlich erhöhter Stimme. Keine Antwort von dem offensichtlich weggetretenen Kerl, der die ratschende Bewegung aufrechterhielt. Mickey erblickte Antons Kopfkamera. »Bist du auch wegen 3 vs. Psychiatry hier? Ich meine, bist du Kandidat? Ich dachte...« Anton schob sich unaufhörlich vor und zurück, verzog keine Miene. »Warte, soll ich dir helfen?« bot Mickey an und tat einen weiteren Schritt auf den Baum zu. »Lass das!« begann Anton plötzlich zu sprechen, barsch und bestimmt, und stellte zugleich die Bewegung ein. »Okay, alles cool«, entgegnete Mickey beschwichtigend. »Ich will wirklich nicht, ich wollte nur...« »Ich glaub, ich hab einen Bären gesehen«, unterbrach ihn Anton, nun leicht zittrig, unsicher. »Hinten am Bach. Er hat sich nach mir umgedreht. Ich habe sein Glas gesehen. Ich hab einen Bären gesehen. Ich hab...« In dem Moment drifteten Antons Pupillen nach oben, sodass eine milchige Leere in seinen Augen zurückblieb. Und da war es, als ob seine ganze Muskelspannung von ihm abfiel, da er abrupt zur Seite wegrutschte und auf dem harten Waldboden aufschlug. Feuer. Mickey und Anton hockten in Mickys Büro um ein schreibtischhoch flackerndes Lagerfeuer herum, während Anton Mickys Bärenvorrat hastig in sich reinschaufelte, überlegte Mickey, wie er mit dem offensichtlich verstörten Mitbürger Kontakt aufnehmen konnte. Der gemeinsame Weg vom Wald zum Westflügel beschränkte sich auf Humpeln, Abstützen und Keuchen. Antons letztes Wort war sicher eine halbe Stunde her gewesen. »Hey, wie heißt du denn? Wie ist dein Name?« versuchte Mickey einen Anfang zu finden und tat dabei so, als würde er diese Frage zum ersten Mal stellen. Keine Reaktion. »Wie bist du eigentlich auf den Baum gekommen?« fragte Mickey, betont wohlwollend. »Ich meine, das erfordert schon einiges an Geschick. Bei der Decke des Stammes und der Höhe, ich weiß nicht, wie ich mich dabei angestellt...« Anton hörte auf zu kauen und hob den Kopf in Richtung Mickey. Sein Blick wurde harsch, als würde er sagen, »Willst du mich verarschen?« Mickey wechselte die Taktik.
Um Himmels Willen, was ist in dich gefahren? Was hast du da oben gesucht? Wer bist du? Wie bist du hierher gekommen? Mickey versuchte Anton mit einer Handbewegung auf dessen schief hängende Kopfkamera aufmerksam zu machen. Bist du auch ein Kandidat? Ich meine, von Three vs. Psychiatry, klingelt da was? Antons Strenge im Blick verflüchtigte sich in Richtung Scham und Zweifel. Mickey reagierte. Entschuldige bitte, ich wollte nicht. Es ist nur... Ja, bin ich, brachte Anton plötzlich hervor. Du bist... was? Ein Kandidat? Ich glaube... Mickey versuchte, seine innere Unruhe zu unterdrücken. Ich dachte, ich wäre der Einzige. Das wurde mir zumindest so gesagt. Habe ich irgendwas ver... 3 Wochen, 3 Gegenstände, 1 Motivationstrainer, fiel ihm Anton ins Wort. Das hat man dir gesagt? Wunderte sich Mickey. 3 Wochen, 3 Gegenstände, 1 Survival-Experte, so hieß es bei mir. Ich habe mir doch schon gedacht, dass da irgendwas... Dann bist du also Motivationstrainer. Anton starrte ins Feuer und schob sich eine weitere Beere in den Mund. Komm schon, jetzt mach's mir nicht so schwer, setzte Mickey nach, blieb dabei aber freundlich. Wie lange bist du schon hier? Wo ist dein Lager? Anton kaute und starrte. Bartholdi in Städten ist riesig, sagte Mickey mehr zu sich selbst. Würde mich nicht wundern, wenn es noch einen weiteren Kandidaten gäbe. Dann würde das Slogan auch einen anderen Sinn bekommen. 3 vs. Psychiatry. 3 Menschen, Experten, YouTuber oder was auch immer, gegen die Psychiatrie. Anton starrte. Hey! Wandte sich Mickey wieder klar an Anton. Sagtest du nicht, du hättest einen Bären gesehen? Bist du dir sicher, dass das... Ich wollte einfach für ein paar Tage rauskommen, sagte Anton plötzlich, mit dem Blick in der Glut. Verstehst du? Verstehst du? Verstehst du? Klar, ich... Einfach mal ein paar Tage ohne Internet. Ohne Social Media. Verstehst du? Verstehst du? Kein Smartphone. Kein... gar nichts. Okay, naja, das klingt doch einleuchtend, sagte Mickey zustimmend und kratzte sich am Kopf. Hier draußen hat man eindeutig seine Ruhe, wenn nur ab und an der Eismann vorbeikommt. Einfach mal ein paar Tage ohne Internet, wiederholte sich Anton. Seine Augen flackerten. Dann senkte sich sein Kopf zwischen seine Beine und er schlief ein. Mickey gönnte ihm die Ruhe. Wahrscheinlich ahnte er, dass der Kerl einiges durchgemacht hatte, was auch immer es war. Tja, die Wildnis war eben kein einfaches Pflaster. Nach einigen Minuten war auch für Mickey Schluss. Seine Kopfkamera zeigte auf die vom Feuer gelblich erhellte Zimmerdecke. Als Mickey am nächsten Morgen aufwachte, war Anton nicht mehr da. Eine Blutlache im OP. Im aktiven Krankenhaus vermutlich kein allzu ungewöhnliches Szenario. Im ausgedienten Operationssaal einer seit Jahrzehnten verlassenen psychiatrischen Anstalt, aber dann doch etwas, das aufhorchen lassen dürfte. Als Urbex-YouTuberin Helen Hens mit einem Stapel Holz über der Schulter die Schwelle zu ihrer Wohnstätte übertrat, sah sie ihren flauschigen Freund zum ersten Mal bei Tageslicht. Wie über einen Handtuchhalter geworfen, hing der Marderkadaver über dem Gestänge einer alten OP-Lampe. Während der noch am Körper verankerte Darm wie ein entkräuselter Schlauch hin und her wogte, hatte sich ein Großteil der Innereien bereits gelöst und lag jetzt als zusammengematschte Pampe in der roten Pfütze unter ihm. Abrupt drehte Helen sich um, ließ ihren Blick die umliegenden Gänge entlang schweifen, tat dann aber doch einen vorsichtigen Schritt in den OP hinein. Ihre Kopfkamera zeigte auf das mit grotesker Brutalität zugerichtete Tier, dessen in Gleichgültigkeit erstarrten Kulleraugen. Und Werbung. Wie kann es sein, dass so etwas tatsächlich ausgestrahlt wird? Ich meine, klar, in der Altersempfehlung hieß es ab 18 und handelsübliche Horrorfilme werden mit ähnlichen Bildern erst warm. Aber diese Scheiße hier war real. Nicht, dass ich nicht heiß darauf gewesen wäre, Helens Umgang mit der Situation zu verfolgen,
Nicht, dass ich nicht wie gebannt vorm Bildschirm saß und sogar vergaß, die Werbepause für alltägliche Aktivitäten wie Wäsche aufhängen zu verwenden. Aber so ging das doch nicht. Die Kandidaten des Showformats Free vs. Psychiatry waren offensichtlich in echter Gefahr. Ein Blick auf Twitter und Co. erübrigte sich, um das Ausmaß des öffentlichen Aufruhrs erahnen zu können. Ich meine, war die Produktion denn nicht in der Lage, regulierend einzugreifen? Zumal sie ja mit ferngesteuerten Drohnen und anderen Triggern durchaus aktiv ihre Figuren auf dem Spielbrett Bartholdi Innstetten platziert hatte. War es da nicht möglich? Werbung Ende. Der ausgehöhlte Marderkadaver hing immer noch über der OP-Lampe. Allerdings sah ich ihn erneut von der Eingangstür aus. Und aus dieser Perspektive sah ich Helen selbst, wie sie ihre als Bett umfunktionierte Krankenliegenkonstruktion unter die Lampe schob und Anstalten machte, raufzuklettern. Schnell schaltete ich zurück auf Helens Kopfkamera, sah, wie sie bemüht war, einen halbwegs festen Stand auf der wackeligen Konstruktion zu finden und wie sie sich nach dem Marder streckte. Und da, am Rande des Bildschirms, hinter der Eingangstür, war ein schwarzes Etwas zu sehen. Ein Knie, ein Kopf, dann wieder nur ein Knie. Das Ding wirkte unentschlossen. Als Helen aber mit dem Skalpell ansetzte, den Kadaver loszueisen, kam ein von Kopf bis Fuß angemalter Anton aus seiner Deckung hervorgeschossen und rannte mit voller Wucht gegen die Liegen. Helen stürzte, derweil sie reflexartig den Marderdarm mit sich riss, den sie im Fallen um Antons Hals wickelte. Als sie wieder Boden unter den Füßen hatte, zog sie die fleischige Schnur fester nach hinten, so dass Muskelpaket Anton all seine Kraft aufbringen musste, um Helen abzuschütteln. Und da standen sie sich gegenüber. Der aus irgendeinem Grund in Ruß oder Schlacke gehüllte Zarbok und die, aus sicherlich allzu guten Gründen, überrascht wirkende Hens. Der mental angeschlagene Motivationstrainer hatte sein Messer in der Hand und sah aus Helens Perspektive größer aus denn je. Nach einem Augenblick des sich gegenseitig abschätzenden Innehaltens holte er zum Stich aus, dem Helen geschickt auswich, um daraufhin unter Antons breitbeinigem Stand hindurchzurutschen. Denn hinter ihm lag das Skalpell, das Helen, ehe Anton wusste, wie ihm geschah, aufhob und ihm beherzt durch die Bauchseite zog. Daraufhin jaulte jener laut auf, patschte mit seiner Männerpranke auf die Wunde und nahm die Beine in die Hand. Als Mickey auf ein Quietscheentchen trat, zuckte er zusammen. Die Begegnung mit Anton muss ihn nachhaltig verschreckt haben. Nicht nur, dass jener völlig von der Rolle zu sein schien und wirres Zeug redete, auch warf sie einige Fragen zum großen Ganzen, zum Showkonzept, zur Motivation der Produktionsfirma auf. Allzu nachvollziehbar also, dass Mickey erst einmal seinen gewöhnlichen Survival-Tagesablauf vernachlässigte, um die weitläufige Anstalt nach Anton und möglichen weiteren Anhaltspunkten zu durchforsten. In Helens Ostflügel angekommen, entgingen Mickey natürlich nicht die unregelmäßig auftretenden Blutflecken am Boden. Klar, die konnten auch von einem Tier stammen, aber Mickey war inzwischen auf so ziemlich alles gefasst, wie er es in ähnlich unregelmäßigen Abständen sein Publikum wissen ließ. So auch ganz in der Nähe von Helens OP-Saal. »Ihr könnt mir nicht erzählen, dass sich ein Reh einen Splitter eingezogen hat«, sagte er wie nebenbei, hochkonzentriert, hockte sich hin und tunkte einen Finger in die Lache. »Hier geht ganz was anderes ab, meine Freunde. Ich weiß nur noch nicht genau was, aber das werden wir schon noch rausfinden.« Er ging weiter. »Scheiße, scheiße, scheiße«, und sprach hektischer, als er sich unmittelbar vor der OP-Tür befand. »Hier wird die Lache immer größer, seht ihr das? Was ist das für eine Scheiße? Die Wunde muss irgendwo in der Nähe entstanden sein. Das heißt für uns...« »Keine Bewegung«, schrie Helen und hielt Mickey aus sicherer Distanz einen Speer an die Gurgel. »Wer bist du? Was suchst du hier?« »Ich... Scheiße, ich...« »Raus mit der Sprache!« »Ich...
bin Kandidat bei dieser Spielshow Three vs. Wie ist dein Name? Mickey, ich... Wie lange bist du schon hier? Auf der Insel seit Beginn der Show, lass mich lügen. 13 Tage? Messer weg! Was? Ich... Ich sagte, wirf das verfickte Messer auf den Boden. Schon gut, alles cool. Mickey ließ es fallen. Setz dich. Helen nahm den Speer runter. Eine Kombination aus Haselnuss und Skalpell. Und wies mit einer Kopfbewegung auf eine alte Matratze. Mickey setzte sich. Du bist also auch ein Kandidat? Fragte Helen. Ja, ich dachte, ich sei der Einzige, bis ich gestern diesen Typen... Den schwarzen Mann? Fuhr Helen dazwischen. Schwarzer? Ich weiß nicht, wen du... Ich bin sonst nur noch einer Person begegnet, draußen im Wald in der Nähe des Westflügels. Muskulöser Typ, kurze, schwarze Haare. Das muss er sein. Wirkte ziemlich wirr, wie weggetreten, aus der Welt gefallen. Konnte mir immerhin glaubhaft vermitteln, dass er auch Kandidat ist. Wie das? 3 Wochen, 3 Gegenstände, ein Motivationstrainer. Er meinte, unter diesem Showkonzept sei er angetreten. Motivationstrainer? Der Typ war auf jeden Fall motiviert genug, mir nach dem Leben zu trachten. Ich sagte doch, der ist etwas verwirrt. Von Kollege Flauschig hier ganz zu schweigen. Helen wies mit ihrer Skalpellkonstruktion auf den ausgehöhlten Marderkorpus, der immer noch über der Lampe hing. Was? Ist das sein Werk? Fragte Mickey. 3 Wochen, 3 Gegenstände, eine Urbex Queen. So hieß es bei mir. Urbex Queen? Mickey schmunzelte. Dann wäre das Trio ja komplett. Mr. Motivation, Miss Lost Place und Mr. Survival. Survival? Überlegte Helen. Ich kenne dich. Du hast einen Bären bezwungen. Warte, bist du nicht die von... Scheiß drauf! Fuhr Helen dazwischen. Was zum Teufel geht hier vor sich? Warum die verschiedenen Slogans? Warum lässt man uns in dem Glauben, wir wären allein auf der Insel? Und was verdammt nochmal ist in Mr. Motivation gefahren? Ich meine, war er von Anfang an so? Oder hat ihn die Insel, die Anstalt oder was auch immer erst zu dem gemacht? Und dann das ganze Blut, der Marder. Das kann man doch nicht ausstrahlen. Das kann doch keiner sehen wollen. Und wir? Schert sich denn keiner um unsere Unversehrtheit? Schätze, das ist dann wohl Teil des Deals, sagte Mickey nüchtern. Immerhin haben wir unser Kreuzchen gesetzt, als es hieß, wir würden 3 Wochen ums Überleben kämpfen. Aber doch nicht so. Das kann doch keiner wollen. Helen atmete schnell. Ich weiß es nicht. Mickey versuchte, den aufrührerischen Dreif aus der Debatte zu nehmen. Aber was ich weiß, dass irgendwo da draußen dieser Kerl ist, offensichtlich völlig durch den Wind und mindestens genauso unberechenbar. Ich nehme an, das ganze Blut stammt nicht allein von dem Wiesel? Marder. Helen bemühte sich, besonnen zu sprechen. Schätze, nein. Ich habe ihn im Kampf erwischt. Hier, im Bauch. Sie zeichnete mit dem Finger in ihrer Hüfte die mutmaßliche Schnittstelle nach. Wenn auch nur oberflächlich. Scheint aber ordentlich gesuppt zu haben. Entgegnete Mickey. Okay, Vorschlag. Wir bleiben heute Nacht in Rufweite. Ich werde mir im Nachbarraum irgendwas Provisorisches zusammenzimmern. Wahrscheinlich wäre es gut, wenn du deine Tür verbarrikadieren würdest und gleich morgen früh machen wir uns auf die Suche nach Mr. Motivation. Schauen, wie es ihm geht. Versorgen ihn mit dem Nötigsten. Und versuchen ihn irgendwie wieder zur Vernunft zu bringen. Deal. Bejahte Helen Mickeys Vorschlag. Vielleicht hat er irgendwie aus den Augen verloren, dass das hier alles nur ein Spiel ist. Zugegeben, ein Spiel mit relativ losem Regelwerk. Aber so ein paar Tage in völliger Isolation, möglicherweise ohne feste Nahrung und ohne richtigen Schlaf, das kann einem schon ganz schön zusetzen. Da sagst du was. Umso wichtiger ist es, dass wir versuchen, ihn in die Realität zurückzuholen. Ihm erklären, dass wir alle in einem Boot sind. Ich habe noch ein paar Ratten auf Tasche. Wasser ist sowieso immer da. Sie zeigte mit dem Speer auf das Gurkenglas. Ich bin mir sicher, wir bekommen ihn schon wieder hin, sagte Mickey optimistisch. Helen nickte und kratzte mit dem Speer unbestimmt auf dem Boden herum. Du kannst auch hier pennen, wenn du willst. Auf der Matratze. Antons Stream fühlte sich ein wenig so an, als hätte man einer Katze eine Kamera aufgesetzt. Das sah alles ziemlich willkürlich aus. Mal rannte er hektisch durch den Wald. Mal umarmte er einen Baum. Mal bückte er sich nach einem Tropfen Blut, fuhr mit dem Finger drüber und leckte daran. Einer anderen Laune nachgebend,
brach er sich einen langen Ast ab, um damit wie wild auf die umliegende Flora einzudreschen, bis auch der letzte Halm halbwegs geknickt nach unten hing. Dann wieder hockte er minutenlang über dem Bach, starrte sein von sprudelndem Wasser zerteiltes Spiegelbild an, dem er sich irgendwann allmählich mit seinem Gesicht annäherte, was irgendwie so aussah, als würde er von sich selbst trinken. Das alles war durchaus interessant zu beobachten, seine fixen Launen und Impulse, die ihn wie eine Flipperkugel unvorhersehbar durch die Landschaft bouncen ließen. Oft allerdings starrte er einfach nur ewig in die Ferne, so dass rein gar nichts passierte. Ganz zu schweigen davon, dass er längst jegliche Form der Publikumsansprache hinter sich gelassen hatte. Immerhin, irgendetwas gab es immer bei ihm zu sehen. Womit ich meine, dass Anton seine Kamera wacker umgeschnallt behielt und es ihm offensichtlich auch gelang, den Akku regelmäßig auszutauschen. Dennoch wurde ich bei Helen und Mickey jetzt besser unterhalten, zumal sie ein klares Ziel vor Augen hatten und sich während der gemeinsamen Suche nach Mr. Motivation, wie sie ihn inzwischen durchweg nannten, eine spannende Dynamik zwischen den beiden entwickelte. Die YouTuber waren sichtlich auf Augenhöhe, lieferten sich diverse Wortgefechte und mussten sich bisweilen gegenseitig ermahnen, die Fährte des aus der Reihe gefallenen Kandidaten wieder aufzunehmen. Als zwischen den beiden wegen einer kleinen Meinungsverschiedenheit einmal Sendepause war, schaltete ich zurück zu Anton und sah, ja, was sah ich da eigentlich? Grauen Beton, der hinter abgesplittertem Putz hervortrat. In Nahaufnahme. Nur das leichte Hin- und Herwogen des Bildes und die milden Atemgeräusche verrieten mir, dass Anton seine Kamera nicht irgendwo abgestellt hatte, sondern also höchst selbst unmittelbar vor dieser Wand stand und diese, naja, Minuten oder gar stundenlang anstarrte. Denn als ich nach erneutem Ausflug in die Streams von Mickey und Helen irgendwann wieder zurück zu Anton schaltete, sah ich immer noch exakt dasselbe Bild. Eine spröde, alte Wand aus der Ego-Perspektive. Nach dem nächsten Switch jedoch nicht mehr. Denn etwa eine weitere Stunde später sah ich, wie Anton im selben Raum mit dem Rücken an dieselbe Wand gelehnt saß und mit seinem Messer einen guten Batzen Fleisch von seinem linken Unterarm abtrennte, um den leicht behaarten Hautlappen langsam an den Mund zu führen. Apathisch, zittrig, aber doch irgendwie eifrig, als handele es sich dabei um eine geläufige Tätigkeit, die es eben auszuführen galt. Mir kam meine Pizza wieder hoch. Als der Abend dämmerte, traten Mickey und Helen durch ein großes Eingangstor und entdeckten hinter dem Tresen einer weitläufigen Empfangshalle eine Schlafstätte aus Moos und Schlafsack. Sie hatten Antons Nordflügel erreicht und meinten, Mr. Motivation ein gutes Stück näher gekommen zu sein, was ich bestätigen konnte, da ich umliegende Räumlichkeiten inzwischen gut kannte und wusste, dass sich Anton nicht allzu weit entfernt von seinem Lager aufhielt. Wo genau er sich allerdings gerade befand, konnte ich nicht zuordnen, zumal es um ihn herum schon seit einiger Zeit dunkel und so gut wie nichts zu erkennen war. Helen und Mickey brachten Speer und Messer in Position und durchkämmten das umliegende Gebiet. Da die Suche zunächst erfolglos blieb und sich inzwischen nahezu komplette Dunkelheit auf den langen Fluren breit gemacht hatte, beschlossen sie, es für heute dabei bewenden zu lassen und bei einem Lagerfeuer in einer Art Aufenthaltszimmer die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Dabei war Aufgabenteilung gefragt. Während Mickey loszog, um Feuerholz zu beschaffen, wartete Helen in dem Raum, gewappnet für die möglicherweise doch noch eintretende Begegnung. Da Mickey einige Zeit auf sich warten ließ, fing Helen irgendwann an, in die Kamera zu flüstern,
fragte sich, was er denn so lange trieb und was generell mit Mr. Survival, wie sie ihn jetzt nannte, nicht stimmte. Je mehr sie ihn anprangerte, desto mehr sah ich mich jedoch bestätigt in meiner Annahme, dass sie klare Sympathien für Mickey hegte. Mit Tendenz zur, sagen wir, Romantik. Auch wenn sie sich zuletzt in die Haare gekriegt hatten und bei weitem nicht immer auf einen Nenner kamen, griffen die beiden in der Art ihrer Argumentation doch irgendwie ineinander. Nach einer Weile jedoch schienen die Aufregungen des Tages insoweit in Helen nachzuhallen, dass sie allmählich immer ruhiger wurde und letztlich ganz verstummte. Einige wenige Minuten später driftete ihr Bild zur Seite weg, als sie ein Geräusch abrupt wieder nach oben schnellen ließ. Der Lautstärke nach zu urteilen, ging es von der Empfangshalle aus. Eine Art Schleifen, als zöge jemand einen Teppich oder ein schweres Gewand über den Boden. Dabei wiederholte es sich, trat jeweils nur ganz kurz auf. Und wenn man genau hinhörte, ertönte bei jedem Schleifen ein unterschwelliges Summen, etwas Mechanisches, das an ferngesteuerte Autos erinnerte. Natürlich musste Helen der Sache auf den Grund gehen. Um besser sehen zu können, entzündete sie mit dem Feuerstahl eine kleine Fackel, die sie für entsprechende Situationen vorbereitet hatte. Vorsichtig trippelte sie in Richtung des Geräusches und lugte um eine Ecke in die Empfangshalle hinein. Als ihr Anton mit seinem massigen Körper in die Seite rannte, sodass ihr Bild durcheinander gewirbelt wurde und sie sich am Boden liegend wiederfand. Durch das milde Licht der fallengelassenen Fackel konnte ich erkennen, wie sie ihre Arme energisch gegen die des Motivationstrainers über ihr stemmte, wie sie standhielt, dann allerdings abrutschte, da sie einen Batzen Haut an seinem linken Arm ungewollt nach oben schob, sodass der Knochen hervortrat und Blut auf ihre Linse spritzte. Anton schien das kaum zu stören. Beharrlich suchte er ihren Widerstand zu brechen, drückte sie nach unten, und während er mehr und mehr die Oberhand gewann, meinte ich in seinen schwarz umrandeten Augen den absoluten Fokus auf die Situation, den puren Willen und auch so etwas wie Vorfreude zu entdecken. Und da war ein Knacken zu hören. Helens rechter Arm knickte unnatürlich nach hinten weg, worauf Anton freie Bahn hatte und mit seinem dicken Schädel mit voller Wucht auf Helens Kopfkamera niederfuhr. Da das Bild sofort aussetzte, konnte man nur noch hören, wie etwas scheppernd auf den Boden flog, wie Anton knurrte und dann wieder wie befreit aufstöhnte, wie er Helen eine Kopfnuss nach der anderen verpasste. Gebannt saß ich vor dem schwarzen Bildschirm, wollte auf Antons Stream wechseln. Doch Werbung. Apathisch starrte ich auf die bunten Figuren, die weißen Zähne und großen Lettern, die Polonaise über den Bildschirm tanzten. Dumpf, wie aus der Ferne, drangen eingängige Jingle-Melodien zu mir durch, buhlten um meine Aufmerksamkeit. Irgendeinem Impuls folgend erhob ich mich und ging zur Küche, um... Ja, um was eigentlich? Ich hatte es vergessen, ging zurück ins Wohnzimmer, wo ich von einem weiteren quietschfidelen Spot allerherzlichst empfangen wurde, ließ mich aufs Sofa fallen und das Bild kam zurück. Durch das zersplitterte Glas der schräg auf dem Boden liegenden Kopfkamera sah ich, wie Anton im Schneidersitz vor der bewusstlosen Helen saß, mit dem Oberkörper auf und nieder wippte und sich wie beiläufig mit dem Messer in seinem bereits geöffneten Unterleib herumrührte. Seine Aufmerksamkeit
schien dabei zu 100% Helen zu gelten. Sanft fuhr er ihr mit der linken Hand über die ledierte Stirn, wobei sich ein Hautlappen wie ein warmer Wickel von seinem Armknochen löste. Daraufhin zog er das Messer aus seiner Bauchgegend, miaulte kurz auf und drang mit der Klinge behutsam in Helens Oberschenkel ein. Mickey traf Anton mit Vollspann im Gesicht, sodass jener kurz vom Boden abhob und mit dem Rücken gegen einen Pfeiler krachte. Diesen Koloss von einem Mann schien das jedoch ähnlich wenig auszumachen wie die aus seinem Unterleib schwappende Körperflüssigkeit. Unwillkürlich rappelte Anton sich wieder auf, tauchte unter dem rechten Haken Mickys hindurch und bohrte seinerseits sein Knie in dessen Bauch. Daraufhin war Mickey zu einem taumelnden Ausfallschritt gezwungen, wodurch Anton die Gunst der Stunde nutzte und ihn mit seinem ganzen Gewicht unter sich begrub. Mickys Kopfkamera baumelte lose über dessen Ohr, als ihm Anton mit dem Ellenbogen die Luft abdrückte. Mickey wehrte sich vehement, röchelnd hob und senkte er seinen Oberkörper, fuchtelte mit Armen und Beinen, versuchte diesen Turm ins Wanken zu bringen. Doch vergeblich. Als Mickys Kopf rot anlief und ihm die Augen aus den Höhlen traten, vernahm ich plötzlich wieder dieses unterschwellige Summen, dieses Geräusch, das an ferngesteuerte Autos erinnerte. Und da surrte es ins Bild. Das schwarze, schwebende Gewand, aus dessen Mitte jetzt vier monsterartige Pranken hervorschossen. Mit jenen voran steuerte es zielsicher auf Anton zu, dockte von hinten an ihn an, drückte fest zu und zog ihn mit sich nach oben, wodurch er von Mickey losgerissen wurde. Wie vom Greifer aus dem Automaten gefischt, hing Anton in der Luft. Er wusste nicht, wie ihm geschah, als das Ding, die Monsterpranken, mitsamt seinem augenscheinlichen Zielobjekt, wieder einfuhr. Das schwarze Gewand wieder verhüllend um die Öffnung fallen ließ und unter leisem Summen davonschwirrte. Auch Mickey konnte seinen Augen nicht trauen. Der angeschlagene Survival-Experte röchelte und hustete, fasste sich mit schmerzverzerrtem Gesicht an den Hals und erblickte schließlich in nach wie vor müde vor sich hin flackerndem Lichtkegel der Fackel die schräg auf dem Boden liegende Kopfkamera. Die Kamera, durch deren zersplitterte Linse ich die zurückliegenden Minuten verfolgt hatte, durch die, dem Medienecho zufolge, das halbe Land Zeuge einer der wohl denkwürdigsten Momente der Fernsehgeschichte geworden war. Als Mickys Mitkandidatin Helen plötzlich energisch nach Luft schnappte und fragend um sich blickte, wischte er sich einen Fladen Blut aus dem Gesicht, kroch auf allen Vieren Richtung Bildschirm, nahm die Kamera in die Hand und sprach es endlich aus. Die Einsicht, von Bartholdi in Städten bezwungen worden zu sein. Das Zugeständnis, die wirre Natur des Menschen nicht in den Griff bekommen zu haben. Das hoffnunggebende, Rettung versprechende Safe Word. Wir sind perdu.
Ich arbeite als Therapeut. Mein neuester Patient ist vielleicht kein Mensch. Als ich Dawn Anderson kennenlernte, wusste ich nicht, was ich denken sollte. Sie hatte scheinbar aus heiterem Himmel eine Beratungssitzung gebucht und ich hatte keinerlei Vorinformationen über sie. Sie hatte einfach im Büro angerufen, einen Termin ausgemacht und war aufgetaucht. Es war ein blasser Donnerstag im November und meine letzte Sitzung für diesen Tag. Draußen stand eine Straßenlaterne in einer ungünstigen Position und warf lange Schatten auf mein Büro. Als ich die Jalousien schloss, bewegte sich Dawn in ihrem Sitz. »Ich habe schon einmal Hilfe gesucht«, gab sie zu. »Aber ich habe immer den Eindruck, dass mir niemand wirklich zuhört.« »Therapie wird oft missverstanden«, sagte ich. »Das bedeutet nicht, dass mit Ihnen etwas nicht stimmt. Es ist nur Wartung, so wie Duschen oder Abwaschen.« »Ich habe seit Wochen nicht mehr abgewaschen«, lachte sie. Eine Dunkelheit legte sich über ihr Gesicht, als sie sich wiederholt auf den Kopf schlug. Ihr lockiges, braunes Haar wippte bei jedem Schlag. »Nein«, sagte sie, »ich habe mein Geschirr gespült. Das ist in Ordnung. Ich habe nur übertrieben. Ich lüge nicht.« »Keine Sorge«, sagte ich und setzte mich ihr gegenüber. »Lassen Sie uns einfach ein bisschen plaudern und uns gegenseitig kennenlernen.« »Das klingt gut«, nickte sie und beruhigte sich. »Danke.« Dawn wurde 93 als einziges Kind von Morgan und Lita Anderson aus Thomscock, Minnesota, geboren. Dawn wirkte ein wenig distanziert, wenn sie über ihre Kindheit sprach, als würde sie etwas wiederholen, was sie einstudiert hatte. »Sie waren sehr streng und distanziert. Manchmal schienen sie überhaupt keine Eltern zu sein«, sagte sie. »Sie hatten ihre Momente, aber es gab keine Wärme.« Sie erzählte weiter, wie sie sich schlugen, wenn sie glaubten, sie würde lügen. Einmal verweigerten sie ihr 3 Tage lang das Essen, weil sie ihnen nicht sagte, was sie an diesem Tag in der Schule gemacht hatte. Das Zurückhalten von Informationen, so argumentierten sie, sei eine Form der Lüge. Manchmal taten sie aber auch nette Dinge. Sie nahmen sie oft mit zum Schwimmen an den Froschsee und sorgten dafür, dass in ihrem Zimmer viele Blumen und Spielsachen standen. »Aber es war seltsam«, gab sie zu. »Schwimmen zu gehen war fast eine lästige Pflicht. 2-mal in der Woche, egal ob es regnet oder die Sonne scheint.« Wenn es zu kalt zum Schwimmen war, bekam sie ein Schlammbad, bei dem sie gründlich geschrubbt wurde. »Das wurde zur Routine. Sogar mein Zahnfleisch wurde damit eingerieben.« Es war fast so, als hätte Dawn es beiseite geschoben. Für sie waren Kindheit und Erziehung nicht wichtig. Sie wirkte eher verzweifelt, und wenn sie von ihrer Vergangenheit erzählte, hielt sie oft inne, um sich zu vergewissern, dass sie sich richtig erinnerte. Offenbar war es ihr sehr wichtig, so genau wie möglich zu sein. Wahrscheinlich ein Überbleibsel ihrer strengen Erziehung. »Aber ich bin nicht hier, um über das zu reden, was einmal war«, sagte sie. »Ich bin hier, um über das Hier und Jetzt zu reden.« »In Ordnung«, nickte ich. »Lassen Sie uns darüber reden. Wer sind Sie heute?« »Ich bin eine Lügnerin«, seufzte sie. »Ich habe angefangen, Lügen zu erzählen.« Ich wartete darauf, dass sie noch etwas hinzufügen würde. Aber das war alles. Das war ihre große Enthüllung. Ich lehnte mich in meinem Stuhl zurück und umklammerte mein Notizbuch. »Passiert das oft?«, fragte ich. »Nicht wirklich«, sagte sie achselzuckend. »Ab und zu. Aber es stört mich wirklich.« »Menschen lügen ständig, Dawn. Das macht sie nicht zu schlechten Menschen.« »Sie lügen nur nicht so wie ich.« Wir sahen uns in die Augen und ich konnte sehen, dass sie es ernst meinte. Das war etwas, das sie wirklich beunruhigte. Für sie war es, als würde sie einen Mord zugeben. »Meine Lügen sind anders als die der anderen«, fuhr sie fort. »Sie
Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Sie verändern Dinge. Das tun die meisten Lügen, sagte ich. Sie verändern unsere Wahrnehmung. Sie manipulieren. Ja, aber sie manipulieren nur Menschen, beschwerte sie sich. Lügen ändern nicht das, was wirklich passiert. Was meinen Sie, Dawn? Sie bewegte sich unbehaglich in ihrem Stuhl. Sie holte tief Luft und berührte eine lockige Strähne ihres braunen Haares, um sich zu beruhigen. Als sie mir in die Augen sah, sprach sie mit leiser Stimme. Die Straßenlaterne draußen ging in dem Moment kaputt, als sie die Jalousien geschlossen haben. Ich blickte wieder zum Fenster. Seltsam, dass ich es nicht bemerkt hatte. Dieses unangenehme Licht müsste meine Patientin direkt in die Augen scheinen, aber es war erloschen. Sehr aufmerksam, sagte ich. Ich habe es nicht einmal bemerkt. Das liegt daran, dass ich gelogen habe, sagte sie. Es scheint nur wahr zu sein, aber es ist nicht wahr. Das Licht funktionierte einwandfrei, bis ich sagte, dass es nicht mehr funktioniert. Also, haben Sie es ausgeschaltet? Fragte ich. Mit Ihren Lügen? Ja. Sie war todernst. Ich stand von meinem Stuhl auf und spähte aus dem Fenster. Genau wie sie gesagt hatte, war das Licht völlig kaputt. Es war seltsam, dass ich es vorher nicht bemerkt hatte. Aber manchmal ist man so sehr in der Routine gefangen, dass man das Offensichtliche einfach nicht registriert. Als ich mich wieder hinsetzte, sah sie niedergeschlagen aus. Das ist es ja, seufzte sie. Es ist wirklich schwer, die Leute davon zu überzeugen, dass ich die Wahrheit sage, dass sich die Dinge aufgrund meiner Lügen ändern. Und wie genau soll das funktionieren? Fragte ich. Ich weiß es nicht, sagte Dawn. Aber ich hatte keinen Termin, als ich heute hierher kam. Ich habe gelogen und dann hatte ich plötzlich einen. Das ist nicht richtig, lächelte ich. Wir hatten letzten Dienstag einen Termin. Wir haben Ihre Nummer und alles. Ich hielt mein Handy hoch und zeigte ihr den Buchungsbeleg. Das ist sie. Ich ändere die Dinge, beharrte Dawn. Was ich sage, ändert die Dinge. Es ändert das, was passiert ist, um meinen Lügen Rechnung zu tragen. Und wann hat das angefangen, Dawn? Ich glaube, es war schon immer so, sagte sie. Ich glaube, meine Eltern wussten es. Vielleicht haben sie mir deshalb beigebracht, niemals zu lügen. Aber sie haben trotzdem angefangen zu lügen, sagte ich. Können Sie sich an etwas erinnern, das in letzter Zeit passiert ist? Es gab ein paar Unfälle, sagte Dawn. Ich hatte mal einen Freund, der Tiermedizin studierte, und einen Bekannten, der bei einer Bank arbeitete. Wir hatten seit ein paar Jahren keinen Kontakt mehr, und als wir uns wieder trafen, habe ich sie verwechselt. Ich war so überzeugt davon, dass die Person, mit der ich sprach, Tiermedizin studiert hatte. Aber das hat sie nicht. Nein, sie hat in einer Bank gearbeitet, da bin ich mir sicher. Aber jetzt waren sie beide auf der Tierarztschule. Das konnte gar nicht sein. Das Gedächtnis ist eine zerbrechliche Sache, sagte ich. Was ist wahrscheinlicher? Dass sie sich an etwas falsch erinnern? Oder dass ihre Fehlinterpretation die Ereignisse verändert hat, die bereits geschehen sind? Ich weiß, was Sie hören wollen, aber die Beweise sind erdrückend. Warum sind Sie denn heute hergekommen, Dawn? Ich will aufhören zu lügen. Ich will nie wieder lügen. Sie atmete erleichtert auf. Ich nickte
und machte mir Notizen in meinem Notizbuch. »Was hält sie davon ab?«, fragte ich. »Was hält sie davon ab, ganz ehrlich zu sein?« »Ehrlich? Es ist süchtig machend«, sagte sie. »Wenn man einmal angefangen hat, ist es schwer aufzuhören.« »Wie das?« »Ich glaube, Sie verstehen nicht. Die Möglichkeiten sind atemberaubend. Wenn man mit einem Fingerschnippen im Lotto gewinnen könnte, was würde einen davon abhalten, den ganzen Tag nur mit den Fingern zu schnippen?« »Einen wunden Daumen zu bekommen, nehme ich an.« »So fühlt es sich für mich an«, sagte sie. »Es ist, als hätte ich einen wunden Daumen in meinem Kopf. Jede Lüge, die ich erzähle, nimmt mir etwas weg.« »Das Leben ist voll von kleinen Unannehmlichkeiten«, sagte ich. »Ich finde, Sie sollten sich nicht dafür bestrafen, dass Sie Wege gefunden haben, damit umzugehen.« »Es ist nicht nur Bewältigung. Und es ist nicht nur Bestrafung meiner selbst. Es passiert einfach. Wie wenn man einen Muskel zu sehr beansprucht. Es schmerzt. Es tut weh.« »Haben Sie sich deshalb auf die Seite des Kopfes geschlagen, als wir anfingen zu reden?« »Ja«, nickte sie. »Das lenkt von den inneren Schmerzen ab.« »Nun, einige der Dinge, die Sie beschreiben, sind unmöglich, Dawn. Sie können die Vergangenheit nicht ändern. Ich kann verstehen, dass Sie das gerne würden, wenn man bedenkt, wie Sie erzogen worden sind. Aber es ist einfach nicht möglich.« »Ich werde Sie genau hier unterbrechen«, sagte Dawn und hob ihre Hand. »Erzählen Sie mir, was Sie heute Morgen gemacht haben.« »Na gut, ich, ich habe frische weiße Socken angezogen.« »Und warum haben Sie dann keine Socken an?« »Kaum hatte ich es gesagt, kam ich mir wie ein Idiot vor. Ich war auf dem Weg zur Arbeit in eine Wasserpfütze getreten und hatte kein Ersatzpaar dabei. Meine nassen Socken hingen noch am Heizkörper im Bad.« »Sie haben mich nicht ausreden lassen«, lächelte ich. »Ich habe sie dabei. Ich habe sie nur gerade nicht an.« »Nein. Sehen Sie? Es ändert sich. Es ändert sich. Und Sie passen sich einfach an.« Sie klopfte sich auf die Seite ihres Kopfes und kniff die Augen zusammen. Schweißperlen liefen ihr über die Stirn. »Dawn, betrachten Sie es mal aus meiner Sicht. Was ist wahrscheinlicher? Dass Sie gesehen haben, dass ich keine Socken trage und diese Informationen genutzt haben? Oder dass Sie den Lauf der Dinge ändern können?« »Ich weiß, wie sich das anhört. Aber das ist es, was passiert. Und solange es nur kleine Dinge sind, habe ich nur ein Knistern im Hinterkopf. Aber sobald ich anfange, große Lügen zu erzählen, fühlt es sich an, als würde ich zerrissen werden.« »Meinen Sie mit großen Lügen etwas, das wir nicht ignorieren können? Haben Sie irgendwelche Beispiele?« »Die erste Lüge, die ich je erzählt habe. Ich hatte als Kind einen Traum von Sonnenblumen. Ein ganzes Feld voller Sonnenblumen, die sich alle im Wind wiegten. Als ich in die Schule kam, habe ich sie auf ein Stück Papier gemalt. Der gelbe Stift war schon alle, also habe ich sie stattdessen blau angemalt.« »Das klingt schön.« »Das war es auch, bis ich nach Hause kam. Unser ganzer Hinterhof war ein großes Feld mit blauen Sonnenblumen. Meine Eltern taten natürlich so, als wäre es schon immer so gewesen.« »Aber das war es nicht.« »Nein. Mama hatte dort einen Garten. Sie hat Tomaten gezüchtet. Wir hatten noch welche im Kühlschrank, aber sie bestand darauf, dass sie im Laden gekauft worden waren.« »Ihre Eltern haben also nie herausgefunden, dass Sie gelogen haben?« »Am Anfang nicht. Aber ich fühlte mich so schlecht, dass ich es zugab.
dann habe ich 3 Tage lang nichts gegessen. Sie sagten, das läge daran, dass ich Ihnen nicht früh genug von der Zeichnung erzählt hatte. Nun, ich denke, es wird Ihnen schwerfallen, mich davon zu überzeugen, dass das stimmt, Darn. Aber das ist unwichtig. Für Sie ist es wahr. Und das ist das Wichtigste. Wenn Sie aufhören wollen zu lügen, gibt es Wege, das zu tun. Aber ich möchte das Problem an der Wurzel packen und sehen, wo es herkommt. Es stört mich, dass Sie mir nicht glauben. Das tut mir leid, Dan. Aber was Sie beschreiben, ist schlicht unmöglich. Es beunruhigt mich sehr. Wir sahen uns gegenseitig an. Dawn rührte sich nicht. Aber ich auch nicht. Wie kommt es, dass Sie die ganze Zeit so tun, als würden Sie schreiben, obwohl Ihre Feder keine Tinte mehr hat? Das ist nur, um den Patienten zu beruhigen, lächelte ich. Wie ein Arzt mit einem Stethoskop. Das wird erwartet, ist aber nicht immer zielführend. Die letzten 40 Seiten, die Sie geschrieben haben, bestehen nur aus dem Text »Hör Dawn zu, hör Dawn zu«, wieder und wieder. Natürlich ist das so, kicherte ich. So übe ich meine Schreibschrift. Und Sie finden daran nichts merkwürdig? Überhaupt nichts? Zufälle kommen vor, aber alles, was Sie sagen, sind Dinge, an die ich mich genau erinnern kann. Eine feststehende Tatsache kann mich nicht überraschen. Aber das ist doch... Igitt. Dawn wischte sich die Nase, aus der ein einzelner Tropfen Blut tropfte. Ich bot ihr eine Serviette an, aber sie lehnte ab. Das machte ihr sichtlich zu schaffen. Ich habe mit 8 anderen Leuten darüber gesprochen, sagte sie. Egal, was ich sage, sie leugnen es weiter. Egal, welche absurden Beweise ich vorlege. Alles, was sie tun, ist, es zu rationalisieren und mich schizophren zu nennen. Ich glaube nicht, dass sie das sind, Dawn. Ich glaube, sie haben ein Trauma. Es ist kein verdammtes Trauma. Dawn stand auf und lief hin und her. Sie wurde immer unruhiger. Ich stand neben ihr auf und legte ihr vorsichtig die Hand auf die Schulter. Kann ich Ihnen etwas bringen? Kaffee, Tee, ein Glas Wasser. Du bist verheiratet, nicht wahr? Fragte sie. Liebst du deine Frau? Natürlich. Von ganzem Herzen. Tust du das? Liebst du sie wirklich, wirklich? Zweifelsohne. Dawn schüttelte den Kopf. Kannst du in diesem Moment das Glück spüren, das sie in dein Leben bringt? Ja, aber was? Warum erwägst du dann, dich von ihr scheiden zu lassen? Es war wie ein Messerstich in meine Brust. Der Gedanke war mir so fremd. Aber natürlich hatte ich ihn schon lange in Erwägung gezogen. Mir fiel beim besten Willen kein Grund ein. Und das Gefühl, das ich dabei hatte, war einfach nur... schrecklich. Patricia und ich hatten im Laufe der Jahre unsere Höhen und Tiefen gehabt, aber wir waren immer stärker geworden, weil wir es geschafft hatten. Sicher, wir hatten in den letzten Wochen eine schwere Zeit durchgemacht, aber... Du hast gesagt, du liebst sie, sagte Dawn. Du hast gesagt, ihr werdet glücklich verheiratet. Dann hat sich etwas geändert. Nicht so sehr verändert, wie... Ich kratzte mich am Kopf. Ich fühlte mich seltsam, als hätte etwas meine Welt auf den Kopf gestellt. 2 Blutstropfen schoben sich aus Dawns Augen. Kleine rote Tränen. Du musst mir glauben, sagte Dawn. Bitte, glaub mir. Ich versuche es ja, aber... Gut, lass uns gehen, knurrte Dawn. Lass uns verdammt nochmal gehen! Sie zog ihre Jacke an und drückte mich in meinen Stuhl. Sie wurde aggressiv und ich überlegte, den Sicherheitsdienst zu rufen.
Doch kaum hatte ich mich hingesetzt, setzte sie sich mir gegenüber. Sie ergriff meine Hand und ließ sie nicht mehr los. Erinnerst du dich an letzte Nacht, als du deine Frau erstochen hast? Fragte sie. Woher zum Teufel wusste sie das? Mein Mund klappte auf wie bei einer verdammten Forelle, als meine Gedanken zu rasen begannen. Es war niemand anderes da gewesen. Es war ein Unfall gewesen. Ein Zufall. Wir hatten über unsere Gedanken an eine Scheidung gesprochen, aber es war nichts Ernstes. Und dann ist es einfach eskaliert. Du hast sie im Hinterhof vergraben? Deine Hände riechen noch immer nach Dreck. Was hältst du davon? Fuhr sie fort. Nein, sie können nicht. Ich spürte, wie sich mein Körper abschaltete. Eine Art Schockfaktor, der durch mein Gehirn strömte. Meine Hände begannen zu zittern, meine Augen begannen zu tränen. Ich erinnerte mich so lebhaft an alles. Patrizias weiche Hände, die mit Dreck bedeckt waren. Schaufel für Schaufel. Wie ich mir die Hände schrubbte, aber den Geruch nicht los wurde. Ich hatte immer noch den Dreck unter den Fingernägeln. Es war passiert, aber ich hatte versucht, es zu verdrängen. So zu tun, als wäre nichts. Ein Alibi. Warum solltest du das tun? Du hast sie doch geliebt, oder? Das habe ich. Ich habe Patricia mit jeder Zelle meines Seins geliebt. Und doch hast du ihren Kopf in einer Plastikfolie hinten in deiner verdammten Gefriertruhe aufbewahrt. Ja, natürlich. Ich konnte sie nicht gehen lassen. Ich bin zusammengebrochen. Ich heulte wie ein verdammtes Baby. Dawn konnte das auf keinen Fall wissen. Ich hatte es mir nicht einmal selbst eingestanden. Ich schottete mich ab. Es gab tausend kleine Gründe, die zu dem führten, was ich getan hatte. Aber das alles so vor mir ausgebreitet zu haben, war zu viel. Meine Welt brach zusammen. Mein Seelenfrieden hatte bereits auf Messers Schneide gestanden, bereit, mich über den Rand zu kippen. Aber jetzt fühlte ich mich wie im freien Fall. Eine blasse Hand, die draußen die Würmer füttert. Ein Badezimmer, das nach Chlor und Bleiche riecht. Eine einwandfreie Bügelsäge, die ich nicht mehr ansehen konnte. Nie wieder. Grüne Augen, die mich durch dünnes Plastik hindurch anstarrten und mich fragten, warum? Ich erhob mich wütend vom Stuhl. Sie konnte es nicht wissen. Dawn blutete plötzlich aus ihrem Mund, ihren Augen und ihrer Nase. Trotzdem lächelte sie. Jedes Mal, lachte sie. Warum hört mir nie jemand zu? Du hast genug gesagt. Wirklich? Dawn stieß mich weg und brach dabei das Tischbein ab. Als ich auf dem Rücken landete, drückte sie es mir an die Brust und hielt mich damit unten. Du hast deine Tochter in einem Brunnen ertränkt. Du hast deine Mutter mit deinem Auto überfahren. Du hast drei Anhalter mit dem geladenen Gewehr im Kofferraum deines Wagens umgebracht. Ich schrie auf, als die Erinnerungen in mir hochkamen. Es war wahr. Alles davon. Woher zum Teufel wusste sie das? Es war Jahre her. Ich hatte meine Spuren so gut verwischt. Ich griff nach ihrem Fuß und zog sie neben mich auf den Boden. Ich konnte sie zwischen meinen tränenden Augen kaum sehen, aber ich musste etwas tun. Ich musste den Schmerz stoppen. Ich musste dem ein Ende setzen. Ich versuchte, meine Hände um ihren Hals zu legen, aber sie wehrte sich. Sie war stärker, als ich dachte. Dann wieder, hustete sie, als ich fester zudrückte.
was ich heute gesagt habe, war eine Lüge. Nicht wahr? Mein Verstand wurde völlig leer. Als mein Blick den Fokus verlor, sah ich, wie Dawn aufstand. Ihre Augen waren völlig rot und blutunterlaufen. Sie schlug sich immer wieder mit der Handfläche auf den Kopf und hustete die ganze Zeit. Wahrscheinlich hatte sie von mir einen blauen Fleck bekommen. Das war's. Aber es dauert eine Weile, bis man die größeren Dinge rationalisiert, sagte sie. Gib dem Ganzen etwas Zeit. Ich hab nichts von all dem getan. Ich war es nicht. Natürlich nicht. Alles, was ich gesagt habe, war eine Lüge. Aber warum? Wie? Ich denke, das ist genug, seufzte Dawn. Ich kann nicht sagen, dass ich überrascht bin. Keiner glaubt mir jemals. Versuchen Sie einfach, sich an mich als Dawn Anderson zu erinnern. Eine junge menschliche Frau. Und nicht so, wie Sie mich wirklich gesehen haben. Als sie das Büro verließ, saß ich noch immer auf dem Boden. Ich konnte nicht einmal verstehen, warum. Ich hatte keinen Grund, mich aufzuregen oder sie anzugreifen. Sicher, sie hatte mich mit der Vorstellung, dass meiner Familie etwas zustoßen würde, provoziert. Aber sie so anzugreifen, das war Wahnsinn. Stressbedingte Hysterie oder so. Ich saß allein in meinem Büro und spürte, wie das fahle Licht der Straßenlaterne draußen meinen Nacken wärmte. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Und ich weiß nicht, ob ich das alles irgendwann in seinem irrsinnigen Ausmaß rationalisieren werde. Aber ich weiß, dass es mich bis ins Mark erschüttert hat. Dawn hatte etwas an sich, das ich noch nie bei einem anderen Patienten gesehen hatte. Und bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, dass sie etwas Unmögliches weiß. Und als ich in dieser Nacht nach Hause ging, um meine Kühltruhe zu öffnen, hatte ich wirklich Angst, etwas zu sehen, das mich anschaute. Obwohl Patricia im anderen Zimmer festschlief. Aber der Schock, als ich hörte, was Dawn gesagt hatte, und die Bilder, die es in meinem Kopf hervorrief. Er blieb. Die unberührte Stelle in meinem Garten. Die Metallsäge in der Garage. Sie waren noch da. Unbenutzt. Ich hielt Patricia in jener Nacht fest, als ich von einem Mord träumte. Als ob es wirklich passiert wäre. Wenn auch nur für begrenzte Zeit. Ich bin Psychologe und habe einige Therapienotizen gefunden, an die ich mich nicht erinnern kann. Ihr Inhalt ist ziemlich beunruhigend. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass ich vielleicht dumm oder verrückt klinge. Ich werde einige Notizen zur Therapiesitzung preisgeben, die ich auf meinem Laptop gefunden habe. Notizen, an die ich mich nicht erinnern kann. Ich werde den Inhalt natürlich anonymisieren
und normalerweise würde ich die Vertraulichkeit niemals auf diese Weise verletzen. Aber ich habe wirklich Angst und möchte, dass dies veröffentlicht wird, falls etwas passieren sollte. Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um sehr grobe Notizentwürfe handelt, die ich in den kurzen 10 Minuten, die ich zwischen den Sitzungen habe, abtippe, um sie später zu bearbeiten und in die Cloud zu laden. Sie enthalten auch einige meiner eigenen zufälligen Gedanken. Ich habe versucht, sie ein wenig auszuformulieren, damit sie Sinn ergeben und einige verwendete Begriffe zu erklären. Aber ich bin nicht wirklich in der Stimmung, richtige Notizen zu machen. Ich bitte Sie, dies zu entschuldigen. Etwas Kontext. Ich biete auch anonyme Online-Therapien an. Die meisten Menschen entscheiden sich für die Telefon- oder Textberatung. Aber dieser Klient hatte sich für die Videoberatung entschieden, wobei er seine Anonymität wahren wollte. Das heißt, so anonym wie er sein kann, wenn ich sein Gesicht sehe. Anonyme Klienten sind ein großes Thema in der psychologischen Ethik. Aber ich vertrete den Standpunkt, dass Menschen Hilfe verdienen. Auch oder gerade diejenigen, die Angst haben, ihre Identität preiszugeben. Wie auch immer, es geht los. 6. Juni 2020, 10 Uhr morgens. Sitzung 1 mit DW. Beobachtungen. Gepflegt, gute Hygiene, orientiert an Ort, Zeit, Datum und so weiter. Gedämpfter, ängstlicher Affekt, dunkle Augenringe, blasser Teng. Spricht leise. Klient sucht Einzelberatung wegen Paarproblemen. Die Partnerin ist nicht in der Lage, an der Therapie teilzunehmen. Besprechung von Vertraulichkeitsfragen und Psychoedukation über die Funktionsweise der Therapie. Vorliegende Probleme. Klient fühlt sich in der Beziehung machtlos und hilflos. Ist nicht bereit, die Beziehung zur Partnerin zu definieren. Verglich die Beziehung mit einer Familie. Gemischt mit der Dynamik zwischen Angestellten und Chefs. Der Klient möchte die Beziehung beenden. Die Partnerin ist dazu nicht bereit. Klient fürchtet um seine Sicherheit. Hintergrund. Der Klient ist seit 2009 in der Beziehung. In den ersten 6 Jahren war der Klient sehr engagiert und hingebungsvoll. Dann verlangte die Partnerin des Klienten, etwas zu opfern, das ihm wichtig war. Er wollte noch nicht sagen, was es war. Der Klient willigte schließlich ein, aber die Beziehung hat sich seither verschlechtert. Der Klient ist in Bezug auf Wohnen, Unterkunft, Finanzen, Essen und so weiter vollständig von der Partnerin abhängig. Gefühle der Hoffnungslosigkeit, der Leere, des Selbsthasses und der schlechten Laune. Was der Klient zuvor versucht hatte? Verhandlungen mit der Partnerin. Aber diese ist nicht bereit, Kompromisse einzugehen oder über Probleme zu sprechen. Er hat versucht zu gehen und war mit Konsequenzen konfrontiert. Er wollte nicht sagen, welche das waren. Hat versucht, sich umzubringen. Vor 3 Jahren. Erfolglos, da nicht möglich. Wollte nicht näher darauf eingehen. Der Grund, jetzt Hilfe zu suchen. Unfähig, so weiterzuleben. Nach jahrelangem Flehen hatte die Partnerin kürzlich nachgegeben und ihm erlaubt, Hilfe zu suchen. Klient hatte angeboten, die Kosten für die Beratung zu übernehmen. Die Partnerin war jedoch nicht bereit, teilzunehmen. Risikobewertung durchgeführt. Seit 2015 häufige Gedanken daran, das Leben zu beenden. Keine aktuelle Absicht oder Plan, da er glaubt, dass dies nicht funktionieren würde. Die Absicht wurde mit 0 bewertet. Die Intensität der Gedanken mit 8. Er war der festen Überzeugung, dass eine Risikobewertung unnötig sei, da er keine Möglichkeit habe, sein Leben zu beenden. Intervention. Durchführung von Psychoedukation über die Bedeutung von Offenheit und der Bereitschaft zum Austausch für die Wirksamkeit der Therapie. Erkundung der Gründe und Ängste, warum er nicht mehr Details preisgibt. Der Klient teilte mit, dass er Angst vor seiner Partnerin habe. Schlug dem Klienten Notrufnummern, Notunterkünfte und Dienste für häusliche Gewalt vor. Der Klient lehnte ab. Versuchte die Identität und den Aufenthaltsort des Klienten zu ermitteln, was nicht gelang. Hausaufgaben. Ziele der Identitätstherapie. Zusätzliche Notizen. Klient extrem nervös, wenn er gebeten wird, mehr Informationen preiszugeben. Äußerst zurückhaltend. 13. Juni 2020. 10 Uhr morgens.
Sitzung 2 mit DW. Beobachtungen: gepflegt, gute Hygiene, orientiert an Ort, Zeit, Datum und so weiter. Gedämpfter, ängstlicher Affekt, dunkle Augenringe, blasser Teng. Spricht leise, roter Fleck am Hals. Check-in. Der Klient teilte mit, dass seine Partnerin in der letzten Woche deutlich angespannter und reizbarer gewesen sei. Der Klient führte dies darauf zurück, dass es seiner Partnerin unangenehm sei, wenn der Klient mit anderen über seine Beziehung spreche. Der Klient teilte mit, dass der rote Fleck an seinem Hals auf einen Sturz zurückzuführen sei. Der Klient hatte keine der in der letzten Sitzung vorgeschlagenen Dienstleistungen in Anspruch genommen. Therapieziele. Der Klient teilte mit, dass es sein langfristiges Ziel sei, sicher aus der Beziehung herauszukommen. Sein mittelfristiges Ziel war es, seine Angst und sein Gefühl der Hilflosigkeit zu überwinden, um sein langfristiges Ziel erreichen zu können. Setze die folgenden kurzfristigen Ziele: Aufdecken der zugrunde liegenden Kernängste, Untersuchung der Überzeugungen der Hilflosigkeit und der Beweise für und gegen diese Überzeugungen. Der Klient gab die Identifizierung der Ängste als das zuerst zu bearbeitende Therapieziel an. Anwendung des Down Arrows. Therapeutische Technik, die mit sokratischen Fragen versucht, die zugrunde liegenden Gründe aufzudecken. Identifizierte die folgenden Kernängste: Tod, Schmerz, Identitätsverlust, mangelnde Kontrolle, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Wertlosigkeit, Verlassenheit. Versuchte war aber nicht in der Lage, die Angstzyklusübung abzuschließen, eine Übung, bei der man den negativen Zyklus erforscht. Die Kernängste des Klienten führen zu Reaktionen des Klienten, führen zu Kernängsten des aktivierten Partners, führen zu Reaktionen des Partners. Dies misslang, da der Klient nicht bereit war, über seine eigenen Reaktionen oder die der Partnerin zu sprechen. Hervorhebung der intensiven Angst des Klienten vor seiner Partnerin und wie diese mit seiner Überzeugung zusammenhängt, dass seine Partnerin die volle Kontrolle über das Leben des Klienten hat. Versuchte die Gültigkeit und Richtigkeit dieser Überzeugung zu erörtern, was jedoch nicht gelang, da der Klient darauf bestand, dass die Partnerin die volle Kontrolle habe. Der Klient war nicht bereit, Beweise für oder gegen diese Überzeugung zu untersuchen. Hausaufgaben: Lies den angegebenen Artikel über die Bedeutung von Offenheit in der Therapie. 20. Juni 2020, 10 Uhr morgens. Sitzung 3 mit DW. Beobachtungen: Alles wie gehabt. Roter Fleck am Hals verschwunden. Der Klient ist nicht bereit, mehr über seine Situation zu erzählen, obwohl er mehrfach darauf angesprochen wurde. Motivierende Gesprächsführung angewendet, erfolglos. Ich habe mit dem Klienten besprochen, dass eine Therapie nicht effektiv sein kann, wenn er nicht offen ist oder wesentliche Informationen anbietet. Der Klient identifizierte die Kernüberzeugung der Machtlosigkeit als die wichtigste Überzeugung, die er ansprechen wollte. Diskutierte Beweise für und gegen seine Überzeugung „Ich bin machtlos“, konnte aber nicht zu Ende geführt werden, da der Klient nicht bereit war, viele Informationen zu geben. Der Klient wurde auf die kognitiven Verzerrungen, nicht hilfreiche Denkmuster hingewiesen, die er an den Tag legte. Insbesondere das Schwarz-Weiß, Alles-oder-Nichts-Denken. Der Klient bestand darauf, dass sein Glaube zu 100% richtig sei. Hausaufgabe: Untersuchung und Auflistung der Beweise, die der Klient hat, die für und gegen seine Überzeugung „Ich bin machtlos“ sprechen. Der Klient muss mir nicht mitteilen, was er geschrieben hat. 25. Juli 2020, 10 Uhr morgens. Sitzung 8 mit DW. Beobachtungen: Wie gehabt. Die Augen des Klienten sind blutunterlaufen. Er ist blasser als zuvor. Besprechung zur Beendigung der Therapie aufgrund mangelnder Fortschritte und meiner Machtlosigkeit, ihm zu helfen. Diskussion über Ethik, darüber, dass Psychologen Klienten weiterverweisen müssen, wenn die Therapie für den Klienten nach mehreren Sitzungen nicht hilfreich ist. Habe betont, dass der Klient immer noch dringend Unterstützung braucht. Schlug alternative Dienste und Psychologen vor. Diskutierte mit dem Klienten über die Eignung eines Therapeuten. Der Klient teilte mit, dass er bereit sei, mehr Informationen preiszugeben. Dass dies aber Konsequenzen haben würde. Der Klient war von der Zusicherung der Vertraulichkeit nicht überzeugt. Mitteilung des Klienten:
Der Klient glaubt, dass er in einer Beziehung mit einem Dämon steht. Er hatte sich 2009 der Verehrung dieses speziellen Dämons verschrieben, nachdem er Hilfe von ihm erhalten hatte. Hinweis: Die Wahnvorstellung ist stark und tief verwurzelt. Laut Klient: Der Dämon zwang ihn 2015, seine Frau in einem Ritual zu opfern. Der Klient hatte dem Dämon weiter gedient, war aber seitdem verbittert und nachtragend. Der Dämon sei undankbar und grausam. Der Klient versuchte, sich selbst zu töten, stellte aber fest, dass der Akt der rituellen Opferung seiner Frau sein Leben an den des Dämons gebunden hatte und er sich nicht selbst töten konnte. Es wurde versucht, verschiedene Ungenauigkeiten, Probleme in der Geschichte des Klienten zu erforschen. Dies geschieht in der Regel in einer sanften Art und Weise. Es werden unschuldige Fragen aus Neugierde gestellt, nicht als direkte Herausforderungen an die Glaubensvorstellungen des Klienten. Er erkundigte mich, wie der Klient sich selbst getötet und überlebt habe, ob andere den Dämon gesehen hätten, ob er Bilder des Dämons habe, die er mit anderen teilen könne und so weiter. Der Klient erzählte, dass er sich erhängt habe, von einem Gebäude gesprungen sei und sich den Hals aufgeschnitten habe, aber jedes Mal erholt und lebendig wieder aufgewacht sei. Es gäbe keine Bilder, da der Dämon nicht in der Lage sei, auf Fotos zu erscheinen. Nur er könne den Dämon sehen, da nur er würdig sei. Der Klient teilte mit, dass er sich derzeit im Reich des Dämons aufhalte und sich von anderen isoliert fühle. Es wurde versucht, die falsche Natur der Wahnvorstellungen hervorzuheben, indem der Klient gefragt wurde, wie er über Wi-Fi verfüge und ob er an diesem Ort eine Online-Videoberatung durchführen könne. Der Klient glaubt, dass der Dämon ihm eine Verbindung zu dieser Ebene verschafft und ihm den Zugang zu meinem Bildschirm ermöglicht habe. Ich überprüfte die IP-Adresse des Klienten auf der Online-Beratungsplattform, um mit dem Klienten zu besprechen, wie er eine IP-Adresse haben könne, wenn die Verbindung durch den Dämon ermöglicht wurde. Ich stellte fest, dass auf der Plattform keine Aktivität festgestellt wurde, soll mit dem technischen Team der Plattform überprüft werden. Wahrscheinlich verwendet der Klient einen Hacker oder eine Technologie, die unsichtbare Aktivitäten ermöglicht. Der Klient bat um eine Änderung der Therapieziele, nachdem er über seine Situation in den letzten Wochen nachgedacht habe. Er wolle seine Situation akzeptieren und versuchen, so weit wie möglich ein erfülltes Leben zu führen. Habe mit dem Klienten über die Akzeptanz- und Commitment-Therapie, kurz ACT, gesprochen. Hinweis: Arbeitet daran, dem Klienten bei der Bewältigung seiner Wahnvorstellungen und Halluzinationen zu helfen und nutze die ACT-Sitzungen, um ihn bei der Stange zu halten. Überprüfung, ob der Mord an der Ehefrau Teil der Wahnvorstellungen ist. Der Klient bat darum, dass die nächsten paar Sitzungen nicht dokumentiert werden. Er bestand darauf und drohte, die Therapie sonst abzubrechen. Wir einigten uns auf einen mündlichen Vertrag, die nächsten Sitzungen nicht zu notieren, nachdem ich ihm die Fallstricke und ethischen Probleme des Verzichts auf Sitzungsnotizen dargelegt hatte. 19. Dezember 2020, Sitzung 29. Der Klient bat darum, die Therapie zu beenden und teilte mit, dass die ACT- und Paartherapiesitzungen ihm geholfen hätten, sich mit seinem Partner zu versöhnen. Der Wahn sitzt immer noch tief. Ich fange an, mich zu fragen, ob es wahr ist. Lol. Er berichtete, dass der Dämon und er neue, akzeptablere Beziehungsregeln aufgestellt hätten. Der Klient teilte mit, dass seine Partnerin meine Erinnerungen an diese Sitzungen löschen würde. Er berichtete, dass der Dämon stattdessen auf meinen Tod aus sei. Aber der Klient habe es geschafft, den Dämon vom Gegenteil zu überzeugen. Ich weiß nicht, was ich fühlen soll. Ich beendete die Sitzung, nachdem ich über den Abschluss der Therapie und künftige Schritte gesprochen hatte. Völliger Misserfolg beim Versuch, den Klienten von seiner Wahnvorstellung abzubringen.
kann die IP-Adresse des Klienten immer noch nicht ausfindig machen. Der Klient teilte mit, dass er sich bei Bedarf in Zukunft wieder melden würde. Und in diesem Fall würde der Dämon meine Erinnerungen zurückbringen. Der Klient sagte, er hoffe, dass er meine Dienste nicht mehr benötige. Und scherzte, dass er vielleicht nicht in der Lage sei, den Dämon davon abzuhalten, mich beim nächsten Mal zu töten. Zusätzliche Anmerkungen. Der unerschütterliche Glaube des Klienten an seine Wahnvorstellung beginnt sogar mich zu überzeugen. Vielleicht ist es ja wahr. Wer weiß. Mein Kopf beginnt zu pochen. Meine Gedanken werden ganz neblig. Okay, jetzt werden die Kopfschmerzen unerträglich. Das war das Ende der Sitzungsnotizen, die ich in der Mappe gefunden habe. Ich hatte schon lange nicht mehr in diesen Ordner geschaut, seit ich Anfang dieses Jahres begonnen hatte, die Entwurfsfunktion meines gesicherten Cloud-Systems zu nutzen, um meine Notizen in den Entwurf zu schreiben. Ich hatte nur im Rahmen der jährlichen Hausarbeit, die ich mit meinen Notizen mache, einen Blick hineingeworfen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie ich die Notizen getippt habe. Aber die von mir verwendeten Abkürzungen, die ich zum besseren Verständnis ausführlicher dargestellt habe, und der Schreibstil waren ganz und gar von mir. Es hat mich erschreckt, aber ich konnte es nicht akzeptieren. Ich habe mir eingeredet, dass irgendein Kollege mir einen Streich gespielt hat. Wie sie sich in meinen Laptop gehackt haben, weiß ich nicht. Die Datei und mein Laptop sind alle mit einem sehr komplizierten Passwort gesichert. Als ich diese Notizen letzte Woche zum ersten Mal gelesen hatte, versuchte ich, mich an die erwähnten Daten zu erinnern, an all die Samstagvormittage. Ich konnte mich beim besten Willen nicht erinnern, was ich an diesen Tagen getan haben könnte. Aber ich dachte mir, das sei nur die typische Vergesslichkeit. Ich hatte es beiseite geschoben, nachdem ich mir immer wieder versichert hatte, dass es sich um einen Scherz handelte. Aber heute sah ich eine Terminanfrage für eine persönliche Therapiesitzung. Die Initialen, mit denen man sich für den Termin anmeldete, lauteten DW. Angeblich handelt es sich um einen wiederkehrenden Kunden. Ich wäre nicht allzu beunruhigt gewesen, aber mein Kopf begann zu pochen. Und in meinem Kopf kristallisierten sich Erinnerungsfetzen an das, was in diesen Sitzungen passiert ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht führt das Lesen der Sitzungsnotizen dazu, dass meine Fantasie verrückt spielt und mir falsche Erinnerungen einpflanzt. Und was mir wirklich Angst machte, war die kurze Nachricht, die der Terminanfrage von DW beigefügt war. Meine Partnerin wird uns bei der Therapie begleiten. Ich saß in einem Nachtzug. Da war dieser Typ, der immer wieder auf dem Tisch herumklopfte. Dann hörte er auf. Ich lehnte mich zurück, fasziniert. Er klopfte auf die Ecken des Tisches. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. In perfekten Abständen. Es war fast hypnotisch. Es wäre mir nicht aufgefallen, wenn er nicht so konzentriert und ängstlich ausgesehen hätte, als er vorsichtig mit zwei Fingern jeder Hand auf jede Ecke klopfte. Ich setzte meine Sonnenbrille auf, damit ich ihn unbemerkt beobachten konnte. Ich hatte die verspiegelte Sonnenbrille nur aus diesem Grund gekauft. Ich bin kein Fiesling. Ich beobachte nur gern, was andere tun. Die Macken, die sie haben, und die kleinen Details in ihren Handlungen. Okay,
Mir ist klar, dass das immer noch irgendwie unheimlich klingt. Nun, es ist sowieso nur eine Beobachtung von Menschen und nichts weiter. Ich finde menschliche Verhaltensweisen faszinierend. Die Tür des Waggons öffnete sich und das Geräusch der Gleise und das Summen der Gespräche drangen herein. Ich blickte auf den Fahrgast mir gegenüber, der immer noch eifrig auf die Tischecken klopfte. Inzwischen aber war die Stirn noch stärker gerunzelt. »Hallöchen!« Eine muntere junge Dame stand an der Tür. Ihre Anwesenheit strömte in den Raum, energisch, lebhaft, unaufhaltsam. Ich überlegte, ob ich so tun sollte, als ob ich schliefe. Dann sah ich die Verzweiflung auf dem Gesicht des Klopfers, der krampfhaft versuchte, seinen Takt zu halten und dabei die Dame entschlossen ignorierte. Ich seufzte. Dann trug ich ein strahlendes Lächeln auf, das zu ihrer sonnigen Ausstrahlung passte. »Hey, wir haben die unteren Kojen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Die beiden oberen Kojen sind frei. Sie haben die Wahl.« »Super, danke.« Sie lächelte mich an. Dann wanderte ihr Blick zu unserem Mitfahrer. Sie sah verwirrt aus, dann einen Moment lang besorgt. Sie öffnete den Mund und ich meldete mich sogleich wieder zu Wort. »Lassen Sie mich Ihnen helfen.« Ich griff nach einem Ende ihres schweren Rucksacks. Das hat funktioniert. Sie lenkte ihre Aufmerksamkeit wieder auf mich und griff nach dem anderen Ende ihres Rucksacks. Wir hieften ihn auf die obere Pritsche. »Danke.« Sie schaute wieder zu dem Klopfer, aber diesmal versuchte sie nicht, etwas zu sagen. Sie hob nur eine Augenbraue und drehte sich dann um die Leiter zu ihrer Koje hinaufzuklettern. Ich schaute wieder zu dem Klopfer. Er sagte jetzt einige Worte im Takt des Klopfens. Jedes Wort wurde mit einem Klopfen ausgespuckt, in einer knappen, fast hektischen Weise. Ich konnte es nicht verhindern. Ich wollte wegschauen, den Wagen verlassen, ihm etwas Freiraum geben, damit er tun konnte, was er tun musste. Aber ich wurde wirklich neugierig auf die angespannten Worte, die er unter seinem Atem ausstieß. Ich verließ meinen bequemen Platz am Ende meiner Koje und setzte mich ihm gegenüber an den Tisch. Ich legte meinen Kopf auf meine Seite des Tisches und tat so, als würde ich ein Nickerchen machen. Jetzt konnte ich einige der Worte verstehen. »Nicht tun. Nie.« Den Rest der Wörter konnte ich nicht erkennen. Er sprach die Wörter auf leicht unterschiedliche Weise aus, als ob er versuchte, sie perfekt auszusprechen und jeden Laut in den Wörtern mitschwingen zu lassen. Ich hielt meinen Kopf gesenkt und lauschte nur seinen Worten und Klopfern. Und ohne es zu merken, nickte ich irgendwie ein. Ich weiß nicht mehr, wovon ich geträumt habe, außer von der letzten Szene. Ich ging einige Stufen hinunter und merkte, dass der Boden nicht mehr da war. Ich stolperte über die letzte Stufe und fiel hin. Ich bin mit einem Ruck aufgewacht. Ich muss ihn erschreckt haben. Er hörte auf zu klopfen. Er schaute mich an, als ob er meine Anwesenheit zum ersten Mal registrierte. Wir starrten uns ein oder zwei Augenblicke lang an. Dann blickte er auf die Tischecken hinunter. Ich konnte sehen, wie er sich darüber aufregte, dass sein Klopfritual unterbrochen wurde und wie er wieder in einen Rausch des Klopfens und rhythmischen Sprechens verfiel. »Hey, schön, dich kennenzulernen«, sagte ich, bevor ich es mir überlegen konnte. Er schaute mich etwas überrascht an. Die Frau in der Koje über ihm drehte sich zur Seite und betrachtete neugierig unsere Interaktion. »Hey«, sagte er leise und wirkte nervös und unruhig. »Wo wollen Sie denn hin?« Ich blieb locker und tat so, als würde ich nicht bemerken, wie sich seine Hände an den Ecken des Tisches festklammerten. »Endstation.« »Oh, das ist gut 2 Tage entfernt.« »Ja«, sagte er und fuhr sich nervös mit der Hand durch die Haare, um sich dann sofort wieder an den Tischecken festzuhalten. »Hey!« Er drehte sich schnell um,
als sie ihre Stimme von oben hörte. Die Frau kletterte die Leiter hinunter, um sich zu uns zu gesellen. »Schön, euch kennenzulernen«, zwitscherte sie. Ihre Begeisterung schien ihn körperlich abzustoßen. Er lehnte sich von ihr weg, hielt sich aber immer noch an der Tischkante fest. »Hey, freut mich auch, dich kennenzulernen«, sagte ich. Sie schenkte mir ein breites Grinsen, das ein wenig ins Stocken geriet, als sie sich zu ihm umdrehte. Er erwiderte ihren Blick nicht. Seine Anspannung und Unruhe waren spürbar. »Nun, ich werde früh zu Abend essen. Ich schaue mir das Essen im Speisewagen an. Wollt ihr auch etwas?« »Nein, danke. Sagt Bescheid, ob das Essen gut ist.« Ich hielt meine Stimme fröhlich und passte mich ihrer Energie an. Sie lächelte und gab mir einen Daumen hoch. Dann verließ sie den Wagen und schloss die Tür hinter sich. Danach herrschte eine lange Stille. Er schien starr zu sein, unsicher, was er tun sollte. Ich war mir ziemlich sicher, dass er den überwältigenden Drang bekämpfte, wieder auf die Tischecken zu klopfen. »Es ist wichtig für dich, auf die Tischecken zu klopfen und die Worte genau richtig zu sagen.« Ich hielt meinen Tonfall so nonchalant und unvoreingenommen wie möglich. Er sah mich mit einer Mischung aus Überraschung und Wut an, die sich schnell in verwundertes Staunen auflöste, als er merkte, dass ich mich nicht über ihn lustig machte. »Ja, ich muss es sagen. Genau richtig. Ich muss es klopfen. Genau richtig. Ich muss beides tun. Genau richtig.« Ich wollte es dabei belassen und mich wieder auf meine entspannte Reise zu meinem nächsten Ziel konzentrieren. Es war ja schließlich ein Jahr Pause für mich. Mein epischer Urlaub. Aber mein beruflicher Instinkt übernahm die Oberhand. »Warum musst du es genau richtig machen?« »Ich? Ich muss es einfach.« Er starrte entschlossen auf den Tisch hinunter. »Was würde passieren, wenn du es nicht richtig machst?« Allein der Gedanke daran schien ihn zu beunruhigen. Er schüttelte den Kopf. »Das ist nicht in Ordnung. Das wäre nicht gut.« »Und wenn du es gar nicht machst?« Ich könnte schwören, dass ich sah, wie ihm die Farbe aus dem Gesicht wich. Schlimme Dinge würden passieren.« »Was für schlimme Dinge?« »Ich weiß es nicht. Aber schlimme Dinge. Sehr schlimme Dinge. Ich weiß es.« Ich nickte. »Es ist ein schreckliches Gefühl. Man weiß, dass etwas Schreckliches passieren würde. Du hältst inne, weigerst dich, es zu tun, und du spürst das Grauen in deinem Körper. Diese unerklärliche, lähmende Angst. Sie baut sich auf, bis du ausrastest und tust, was du tun musst, um sie wieder loszuwerden.« Er sah mich mit den ersten Anzeichen von echtem Interesse seit Beginn unserer Reise an. »Ja, genau das.« Ich nickte wieder. Dann fügte ich hinzu. »Mit dem Licht war es bei mir genauso. Ich musste meine Lichter an- und ausschalten, bis ich genau den richtigen Gedanken auf die richtige Art und Weise dachte, während die Lichter ausgingen. Sonst war ich überzeugt, dass schreckliche Dinge passieren würden.« Ich lächelte ihn sanft an. »Aber eines Tages wurde es mir zu viel. Ich wollte mein Leben nicht damit verbringen, meine Handlungen immer und immer wieder zu wiederholen, um irgendein unaussprechliches Ereignis abzuwenden. Also habe ich einfach aufgehört. Ich schaltete das Licht aus, während ich einen schlechten Gedanken hatte, setzte mich hin und spürte, wie die Angst über mich hereinbrach. Ich hatte das Gefühl, vor Angst zu ersticken, vor Entsetzen, vor dieser intensiven Furcht, die mich davon überzeugte, dass ich es zutiefst bereuen würde, wenn ich nicht alles richtig machte, dass ich irgendwie eine schreckliche Macht heraufbeschworen hatte.
Ich blickte zu ihm auf. Sein Blick war unleserlich. Aber es ist nichts passiert, fuhr ich fort. Es ist nichts Schlimmes passiert, obwohl es sich so real anfühlte. Es fühlte sich an, als würde es passieren. Er blieb still. Ich räusperte mich nervös. Ich hatte auch mit anderen gearbeitet, die diese Probleme hatten, als ich Psychologe war. Sie fühlten diese Dinge auch. Die Angst, den Schrecken, den Drang, das Bedürfnis, das zu tun, was ihre Angst ihnen befiehlt. Ich brach ab. Sein Gesichtsausdruck wurde zu einem vertrauten Ausdruck. Er runzelte die Stirn. Er schien die richtigen Worte zu finden. Sie beschreiben eine Zwangsstörung. Ich weiß, dass das, was ich habe, wie eine Zwangsstörung aussieht. Bei mir wurde eine Zwangsstörung diagnostiziert. Es ist keine Zwangsstörung. Er begann wieder zu klopfen. Wieso ist es nicht wie eine Zwangsstörung? Es tut mir leid, ich wollte keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ich möchte nur verstehen, was los ist. Er holte tief Luft und schloss die Augen, während er weiterklopfte. Es dauerte eine ganze Weile, bis er sprach. Wenn ich aufhöre zu klopfen, passieren schlimme Dinge. Oder sie fangen an zu passieren. Aber ich habe sie immer rechtzeitig gestoppt, indem ich wieder geklopft habe. Würden Sie mir mehr erzählen? Klopfen, klopfen, klopfen. Wenigstens diesmal nicht begleitet von diesen Worten. Ich habe schon einmal versucht aufzuhören. Natürlich habe ich schon mal versucht aufzuhören. Denken Sie, ich weiß nicht, wie ich auf andere wirke? Denken Sie, ich will mein Leben als Sklave dieser Handlungen leben? Ich will auch normale Kontakte haben. Ich will mit anderen reden. Ich will normal sein. Aber ich kann es nicht. Ich habe es so satt. Ich habe schon so oft versucht aufzuhören. Aber jedes Mal, wenn ich es tue, passiert etwas. Ich schwieg, wartete nur darauf, dass er fortfuhr. Seltsame Dinge passieren. Seltsame Dinge, die ich nicht erklären kann. Seine Atmung beschleunigte sich. Die Erinnerung an die Vergangenheit machte ihm offensichtlich zu schaffen. Ich habe es einmal zu Hause versucht, als ich noch Student war. Ich kämpfte dagegen an, als der Drang kam, als mich die Angst überkam und ich wusste, dass es Zeit für mich war, wieder zu klopfen. Ich wusste, dass ich es tun musste. Ich klopfte eine Weile auf die Seiten meines Bettes. Dann hörte ich auf. Es fühlte sich falsch an. Ganz und gar falsch. Ich hatte schreckliche Angst. Aber ich weigerte mich trotzdem zu klopfen. Und dann fing das Zimmer einfach an zu knarren. Die Dielen knarrten. Mein Schrank. Mein Schreibtisch. Alles hat geknarrt. Dann fiel mein Lehrbuch vom Tisch. Ich musste wieder anfangen zu klopfen. Etwas Schreckliches würde passieren. Das wusste ich. Ich fing wieder an zu klopfen. Und es hörte auf. Ich hielt mein Gesicht neutral, unauffällig. Ich nickte. Ich habe es ein anderes Mal versucht, als ich mit diesem Mädchen zusammen war. Und ich wollte einfach nur normal sein. Ich wollte eine richtige Beziehung führen und nicht weglaufen, um meine dummen Rituale zu machen, wenn der Drang aufkam. Dann fingen wir an, Schritte zu hören. Wir wussten nicht, woher sie kamen. Nur Schritte in unserer Nähe. Obwohl
sonst niemand da war. Die Schritte wurden lauter, kamen näher. Und ich musste gehen. Ich musste weg. Ich rannte los und fand diesen Laternenpfahl. Er fühlte sich richtig an. Ich begann an die Seiten zu klopfen und es hörte auf. Die Schritte hörten auf. So langsam wurde ich beunruhigt. Das muss schrecklich gewesen sein. Es war schon schwer genug für mich aufzuhören. Diese Dinge geschehen zu sehen, muss kein Wunder, dass du nicht aufhören konntest. Meine Worte schienen ihn schwer zu treffen. Er begann, die Tränen wegzublinzeln. Es war wirklich hart. Aber ich will aufhören. Ich will so sehr aufhören. Ich will, dass alles verschwindet. Ich will normal sein. Ich will frei sein. Ich möchte mich mit meinen Zugbegleitern unterhalten können. Ich möchte in den Speisewagen gehen, etwas essen und nicht wie ein Freak angestarrt werden. Die Tränen bahnten sich immer wieder ihren Weg aus seinen Augen. Ich spürte ein kribbelndes, salziges Gefühl in meiner Kehle und einen schweren Zug im Herzen. Willst du es versuchen? Hier, mit mir. Wir könnten es gemeinsam versuchen. Seine Tränen wichen einem richtigen Schluchzen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich saß einfach da und sah ihn schweigend an. Als sein Schluchzen nachließ, hob er seine geröteten Augen und sah mich eine Weile an. Ich will. Ich möchte es versuchen. Ich bitte Sie. Vielleicht wäre es besser, wenn jemand anderes dabei wäre. Ich stieß einen kleinen Seufzer der Erleichterung aus. Ich hatte gehofft, er wäre bereit, es zu versuchen. Ich konnte mich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass er sein Leben so weiterführte wie bisher. Ich möchte nur auf eine andere Sache hinweisen, die uns weiterhelfen könnte, sagte ich. Er sah mich erwartungsvoll an. Es kann wirklich helfen, sich zu überlegen, was das Schlimmste ist, was passieren könnte. Dann vergleicht man es mit dem Leben, wie man es jetzt lebt, und findet sich mit dem Schlimmsten ab, das passieren könnte, und stellt sich lieber dieser Möglichkeit, als so zu leben, wie man gerade lebt. Er wirkte unsicher, ängstlich. Bei mir hat es funktioniert. Ich dachte, naja, das Schlimmste, was hätte passieren können, wäre wahrscheinlich der Tod von jemandem, der Weltuntergang, schwere Verletzungen und sowas in der Art. Und mir wurde klar, dass ich es lieber geschehen lasse und es hinter mich bringe, als weiterhin diese Gesten, diese sich wiederholenden Handlungen auszuführen und Sklave meiner Angst zu sein. Ich musste damit fertig werden, koste es, was es wolle. Er betrachtete meine Worte mit einem ernsten Blick. Dann nickte er. Ich bin bereit. Es ist schon zu lange her. Viel zu lange. Es hat mir nicht erlaubt, ein richtiges Leben zu führen. Ich lächelte ihn an. Dann lass es uns tun. Er sah mich an und klopfte immer noch auf die Tischkante. Dann straffte sich sein Kiefer und er nickte. Es dauerte ein paar Augenblicke, bis er aufhörte zu klopfen. Er legte seine Hände flach auf den Tisch. Wir warteten. Die ersten paar Minuten schienen ihn sehr zu belasten. Er wurde blass. Und kalter Schweiß rann ihm übers Gesicht. Seine Atemzüge waren flach und schnell. Weitere Zeit verging und er schien fast bereit, sich zu entspannen. Dann flackerten die Lichter im Waggon.
Er schien fast aus seiner Haut zu fahren. Er streckte seine Hände nach den Ecken des Tisches aus. Aber ich ergriff sie und legte sie zurück auf die Tischplatte. Ich drückte sie eine Weile nach unten. Dann ließ ich sie los. Er musste das selbst tun. Die Lichter gingen aus. Ich atmete ein paar Mal tief und beruhigend durch. Das war ein Zufall. Ich wusste es. Logisch gesehen. Es war ein höchst unglücklicher Zufall. Aber das war auch alles, was es war. Und wenn ich ihm dabei helfen konnte, könnte er für den Rest seines Lebens von diesen Zwangsvorstellungen und Zwängen befreit werden. Oder zumindest weniger von ihnen kontrolliert werden. Ich hielt seine Hände fest, um sicherzustellen, dass er nicht anfing, im Dunkeln zu klopfen. Er wimmerte ein wenig. Er konnte mein Gesicht nicht sehen. Aber ich lächelte ihn trotzdem an und hoffte, dass ich ihm ein paar beruhigende Schwingungen senden konnte. Dann kam der Zug ruckartig zum Stehen. Ich spürte die kalten Schweißtropfen auf meinem eigenen Gesicht. Ich merkte, dass mein Gesicht angespannt war und ich seine Hände fest umklammert hielt. Ich zwang mich, mich zu entspannen. Er hielt sich an meinem Arm fest, als ich den Druck auf seine Hände verringerte. Trotz meiner Angst fühlte ich mich ermutigt. Er war entschlossen, nicht zu klopfen, egal was passierte. Wir saßen in der dunklen Stille und ignorierten die Aura von Unheil und Angst, die sich um uns gelegt hatte. Dann hörten wir das Atmen. Etwas atmete schwer auf der Pritsche über ihm. Eine kalte Nadel der Angst durchbohrte mein Herz. Wir blieben unheimlich still. Der Atem ging abwärts. Was auch immer es war jetzt direkt neben ihm. Wir konnten das raue Wehen der Luft hören, als es auf sein Gesicht hauchte. Ich hörte, wie sich sein Atem beschleunigte, während sich seine Hände schmerzlich um meine Arme klammerten. Er klopfte immer noch nicht. Ich empfand einen tiefen Respekt vor ihm, selbst als ich über mein bevorstehendes Verderben nachdachte. Dann veränderten sich die rasselnden Atemzüge von was auch immer es war. Es war jetzt neben meinem rechten Ohr. Ich konnte es spüren. Es war seltsam kalt. Jedes Mal, wenn es einatmete, gab es ein feuchtes, rasselndes Geräusch von sich. Wenn es ausatmete, streifte ein scharfer, kalter Luftzug mein Ohr. Es stank. Es hatte einen furchtbaren, fauligen Gestank. Trotzdem hielten wir uns gegenseitig an den Armen fest und weigerten uns loszulassen. Wir weigerten uns zu klopfen. Ich weiß nicht, was über uns gekommen ist, was uns so ermutigt hat, trotz der verrückten Dinge, die in unserem Wagen vor sich gingen, weiter Widerstand zu leisten. Es war ein Fehler. Seine kalte, spöttische Stimme drang in die Stille unserer Kutsche ein. Du wirst leiden. Ich war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr davon überzeugt, dass dies irgendwas mit einer Zwangsstörung zu tun hatte. Bist du bereit? Den Preis für deine
auszüchte. Akzeptieren Sie Kreditkarten? Die Worte rutschten mir aus dem Mund, bevor ich sie stoppen konnte. Das Blut gefror mir in den Adern, als ich mir die möglichen Folgen meiner Dummheit vor Augen führte. Dann wurde der Wagen von Licht durchflutet. Die Dame war zurück, unsere Retterin. Hey Leute, das Essen war großartig. Sie betrachtete die Szene, in der wir uns gegenseitig in den Armen lagen. Oh, wow, okay. Ihr habt euch auch ohne mich gut verstanden. Die kalte, schwere Luft begann sich zu zerstreuen. Ein leichtes Flüstern streichelte meine Ohren. Ich komme wieder. Zu dir. Dann war es weg. Seine Anwesenheit verebbte. Einfach so. Er sah mich mit einer Mischung aus Schock und Erleichterung auf seinem Gesicht an. Ja, wir haben es geschafft, sagte er und lächelte mich dankbar an. Die pure Freude begann sein Gesicht zu erhellen. Er sah aus wie ein ganz anderer Mensch. Ich lächelte zurück und verdrängte das Unbehagen, das ich empfand. Das haben wir. Ich bin Psychologe. Mein Klient sieht Dinge, die nicht da sind. So hoffte ich zumindest. Es ist schon lange her, dass ich eine Sitzung mit Dave hatte. Er hatte seit über einem Jahr keine Therapiesitzungen mehr besucht. Und ich war überrascht, als er anrief, um eine Sitzung zu buchen. Er war einige Monate, nachdem bei ihm Schizophrenie diagnostiziert worden war, zu mir gekommen. Da war er 29 Jahre alt. Seine damalige Partnerin hatte unter Tränen erzählt, wie sie seine Lebensqualität in den letzten 2 Jahren verschlechtert hatte. Sie war zum ersten Mal beunruhigt, als er anfing, seine Hygiene und seine Kleidung zu vernachlässigen und sich nicht mehr darum zu kümmern schien, wie er auf andere wirkte. Er beteuerte, es gehe ihm gut, zog sich dann aber von seinen Freunden und seiner Familie zurück. Er sprach nur noch mit ihr und schließlich begann er auch sie zu ignorieren und zu vernachlässigen. Er verlor seinen Job und brachte die meisten Tage in seinem Zimmer, wo er vor sich hin murmelte oder laut mit niemandem sprach. Er wollte ihr nicht sagen, mit wem er sprach. Er weigerte sich, Hilfe zu suchen, obwohl sie ihn verzweifelt darum bat. Erst nach einem Vorfall, bei dem er von der Polizei verhaftet wurde, ließ er sich schließlich behandeln. Er war in ein fremdes Haus eingedrungen und wäre beinahe von den Eigentümern angegriffen worden, als sie ihn in ihrem Wohnzimmer fanden, wo er in einem Kreis aus brennenden Kerzen saß und immer wieder unverständliche Sätze murmelte. Zu der Zeit, als wir zusammen Sitzungen abhielten, war er mit Medikamenten stabilisiert worden. Aber die Stimme, die er hörte, blieb bestehen. Sie war nicht Teil seiner Halluzinationen, betonte er. Sie sei real, so real wie sie und ich und jeder andere, sagte er. Ich hatte versucht, ihm von seiner Krankheit zu erzählen und ihm zu erklären, dass die Stimme ihm zwar real vorkam, aber nicht wirklich da war, außerhalb seines Geistes. Ich versuchte mit ihm zu besprechen, wie Schizophrenie diese wirklich lebhaften Halluzinationen verursacht, aber nichts konnte ihn davon überzeugen, dass die Stimme nur ein Symptom war. In den ersten 2 Monaten nach Beginn seiner Therapiesitzungen verließ ihn seine Partnerin. Sie konnte mit seiner Verschlechterung nicht umgehen und befürchtete, dass er gewalttätig werden könnte. Das war ein unangebrachtes Stigma, zu dem die Menschen bei schizophrenen Patienten neigten. In Wirklichkeit waren sie eher Opfer von Gewalt als Angreifer. Ich behandelte Dave noch etwa 6 Monate lang, aber eines Tages hörte er einfach auf, zur Therapie zu gehen. Er habe einen anderen Therapeuten gefunden, sagte er.
Es machte mir nicht wirklich etwas aus. Schließlich passen nicht alle Therapeuten gut zu ihren Klienten. Und ich war froh, dass er jemanden gefunden hatte, der zu ihm passte und der ihm helfen konnte. Jetzt, 1,5 Jahre später, rief er aus heiterem Himmel an und bat um eine weitere Sitzung. Am Telefon hatte er sich kryptisch ausgedrückt und nicht gesagt, warum er jetzt eine Sitzung brauchte. Als er den Raum betrat, war ich erstaunt über die Veränderung in seinem Verhalten, in seinem ganzen Auftreten. Er sah gesund, gepflegt und herausgeputzt aus. Er hatte ein Strahlen im Gesicht, ein Leuchten in den Augen, das ich vorher nicht gesehen hatte. »Du siehst toll aus!« Ich konnte mir den Ausruf nicht verkneifen. »Hi, Doc«, sagte er fröhlich und ließ sich neben mir auf den Sitz plumpsen. »Hi, Dave. Du siehst wirklich großartig aus. Ich nehme an, dass es gut gelaufen ist.« »Ja, ich habe das mit meinen Therapeuten geklärt. Sie hatten recht. Ich sollte mich nicht dagegen wehren. Ich sollte mit dir arbeiten.« »Mit ihr?« »Der Behandlung. Mit den Vorschlägen, die von meinem Therapeuten gegeben wurden.« Er lächelte und lehnte sich leicht vor. »Sie hatten wirklich recht. Ich hatte so viele Probleme. Ich war in einem so tiefen, dunklen Ort. Ich trieb dahin und das lag zum großen Teil daran, dass ich dagegen angekämpft hatte. Ich habe so viel Zeit, so viel Mühe darauf verwendet, dagegen anzukämpfen. Aber sie hatten am Ende doch recht. Die Stimme war nicht jemand, den ich hätte bekämpfen sollen. Eines Tages ließ mich mein Bedürfnis los, sie zu kontrollieren, um sie zu stoppen, um sie loszuwerden. Ich ließ sie los und die Stimme wurde klarer, wärmer. Und dann nahm er Gestalt an. Er hatte schon vorher Gestalt angenommen, aber es war ein verschwommener Fleck, etwas, das ich zu ignorieren versuchte und das ich vor meinen Augen auflösen sollte. Aber nachdem ich seine Anwesenheit angenommen hatte, nahm er eine feste Form an und schließlich erschien er mir ganz klar und deutlich. Er sieht aus wie ein normaler Mensch. Er hat freundliche Augen. Ich saß während seines Monologs schweigend da, wollte ihn nicht unterbrechen. Ich muss zugeben, dass ich fasziniert war. Dave lächelte und fuhr fort. Er war da, wissen Sie, als Sie mit mir gesprochen haben. Damals hatte er sich noch nicht richtig gezeigt, aber er war immer da, schwebend. Er hat viel von dem aufgenommen, was Sie gesagt haben, was ich erzählt habe. Und es stellte sich heraus, dass er ein wirklich kluger Kerl ist. Er lernte sehr schnell. Ich glaube, er hat auch seine eigenen Nachforschungen angestellt. Denn er fing an, seine Sitzungen mit mir zu haben. Und er war anfangs genau wie Sie, wie er mich durch meine Gefühle, meine Gedanken geführt hat. Der Therapeut, den er gefunden hatte, war seine Halluzination gewesen. Das gab es noch nie. Zumindest nicht in meiner langjährigen Erfahrung, dass ein Klient einen Therapeuten halluziniert, der ihn dann tatsächlich zu einer besseren psychischen Gesundheit führt. Es war unglaublich. Ich bemühte mich, meine Mimik unter Kontrolle zu halten. Es hat funktioniert, mehr oder weniger. In dem Jahr, dass ich bei ihm in Therapie war, konnte ich so viele Dinge in Ordnung bringen. Und er hat die Therapie kostenlos angeboten. Nichts für ungut. Er hat sich auch weiterentwickelt. Er hat Techniken angewandt, die sie bei mir nicht angewandt haben. Also denke ich, er hat wirklich viel geforscht, viel ausprobiert. Als sie sagten, sie hätten einen anderen Therapeuten gefunden, meinten sie ihn. Die Stimme, die sie gehört haben, und der Typ, den sie jetzt sehen. Ich wollte seine Ansichten, seine Überzeugungen nicht herunterspielen. Ich habe mich davor gehütet, seine Halluzination als das zu bezeichnen, was sie war. Eine Halluzination. Nicht zu diesem Zeitpunkt.
Das würde ihn nur wegstoßen. Er nickte. Du hast dich also mit diesem Mann getroffen. Hat er einen Namen? Er heißt Jones. Okay. Du warst also bei Jones, der dich therapiert hat. Und seitdem geht es dir viel besser. Ist das richtig? Ja. Er war unglaublich. Ich habe so viel an mir gearbeitet. Und er ist immer für mich da. Nicht nur in den Sitzungen. Er ist fast die ganze Zeit an meiner Seite. Er achtet darauf, dass ich mich um mich selbst kümmere. Er erkennt meine destruktiven Handlungen, die negativen Gedanken, die ich habe. Nun, er kann nicht wirklich meine Gedanken lesen, jedenfalls nicht die meiste Zeit, aber er schnappt meine Gesichtsausdrücke auf. Wenn ich niedergeschlagen, wütend, ängstlich, verwirrt oder was auch immer bin, er fängt diese Stimmungen auf, fragt mich nach meinen Gedanken und macht einfach eine Therapie an Ort und Stelle. Es ist unglaublich, wie effektiv die Therapie ist, wenn sie rund um die Uhr stattfindet. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich war verblüfft, hingerissen und sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte. Es war der feuchte Traum eines Psychologen, einen interessanten Fall wie diesen zu bekommen. Ich liebe komplexe Fälle, bizarre Symptome. Und dieser Fall erfüllte alle Kriterien. Das soll nicht heißen, dass mir meine Klienten als Menschen gleichgültig sind. Ich habe sehr viel Empathie und Mitgefühl für sie. Aber ich bin einfach oft fasziniert vom Innenleben anderer Menschen. Und das hier war mehr als faszinierend. Also, ist er jetzt hier, Jones? Ja, ist er. Er prüft sie übrigens gerade. Oh, er sagt, ich soll das klarstellen. Er mustert sie nicht auf eine seltsame Art und Weise. Er versucht nur, sich ein Bild von ihnen zu machen. Und von dem, was auch immer das Ding ist, das sie umgibt. Mein Lächeln versteifte sich ein wenig und ich spürte plötzlich einen Anflug von Nervosität. Das Ding, das mich umgibt. Ja, das bringt mich zu dem Grund, warum ich heute hier bin. Jones mag ihre Arbeit, was sie mit ihren Kunden machen. Ich glaube, er treibt sich manchmal in ihrer Nähe herum und sieht sich ihre Sitzungen mit anderen Klienten an. Er lernt von ihnen. Das ist Teil seiner Forschung und Entwicklung, nehme ich an. Ich unterdrückte das leichte Unbehagen, das ich breit gemacht hatte. Er wollte, dass ich heute hierher komme, um ihnen von einem Typen, einem Ding zu erzählen, das er gesehen hat und das an ihnen hängt. Er hat versucht, mit ihnen zu reden, aber sie hören und sehen ihn nicht. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, also habe ich seine Worte einfach umschrieben. Jones war in meiner Nähe und hat jemanden gesehen, der sich in meiner Nähe aufhält. Ist das richtig? Ja. Er hat mir erzählt, dass er bei ein paar Besuchen eine Gestalt in ihrer Nähe gesehen hat. Er ist besorgt. Ich wusste, dass Dave sich das alles nur einbildete. Aber ich konnte mich des Gefühls nicht erwehren, dass es mir eiskalt den Rücken runterlief. Ich erschauderte unwillkürlich und versuchte es zu verbergen, indem ich schnell weitersprach. Er hat jemanden gesehen, hier bei mir, als er hier gewesen ist. Und er ist besorgt. Ja, warten Sie. Ich soll Ihnen sagen, dass... Okay. Anscheinend kann er Ihre Auren spüren. Von denen, die wie er sind. Er sagt, dass die Gestalt neben Ihnen etwas Unheimliches ausstrahlt. Sie fühlt sich dunkel an. Irgendwas stimmt nicht mit ihr. Ich konnte die Empfindungen, die sich in diesem Moment anbahnten, nicht unterdrücken. Ich spürte, wie mir das Blut aus den Wangen wich. Meine Handflächen begannen zu schwitzen. Ein eisiges Gefühl legte sich um meinen Hals und machte mir das Atmen schwer. Ich versuchte, so ruhig zu sprechen, wie ich konnte. Das macht mir Angst, Dave. Ich habe dich seit anderthalb Jahren nicht mehr gesehen und du bist heute gekommen, um mir von deinem Freund zu erzählen, deinem Therapeuten, Jones, den nur du sehen und hören kannst. Du bist auch gekommen, um mir von einer Gestalt zu erzählen,
einem bösen Wesen, das in meiner Nähe lauert. Jones sagt, er habe es gesehen. Es tut mir so leid. Das muss sehr beunruhigend für Sie sein. Wirklich beängstigend. Ich weiß, wie sich das anhört. Aber Jones mag sie. Er will sie in Sicherheit bringen, um sie zu warnen. Oh Gott, okay. Er sagt, es ist jetzt hier. Ich verdrängte meine Emotionen und zwang sie mental in eine kleine Schachtel in meinem Kopf. Ich nahm einen tiefen Atemzug. Siehst du es auch? Fragte ich. Nein, ich kann nur Jones sehen. Wir sind miteinander verbunden. Dieses Ding. Nur Jones kann es sehen. Was sagt Jones, was er genau sieht? Es ist... Dave sah aus, als würde er aufmerksam zuhören. Dann veränderte sich sein Gesicht und nahm einen Ausdruck zunehmender Besorgnis an. Er sagt, es sitzt jetzt auf ihrer Schulter. Es lehnt sich an sie, sozusagen. Oder hockt es auf ihn? Er kann es nicht genau sagen. Alle meine Haare standen mir zu Berge. Der eisige Druck um meinen Hals schien sich zu verstärken. Ich verspürte einen plötzlichen, fast unwiderstehlichen Drang zu rennen, mich vom Sitz zu reißen und so schnell wie möglich aus dem Zimmer zu rennen. Ich zwang mich, mich zu beruhigen. Dave, du machst mir Angst. Jones, er ist für dich real, aber für mich ist er nicht real. Und was du mir da sagst, obwohl ich weiß, dass du es gut meinst, ist mir wirklich unangenehm. Ja, das war's. Es war alles eine Halluzination, ich wusste es, die Forschung wusste es. Die Wissenschaft war auf meiner Seite. Dave hatte eine unglaublich komplexe Halluzination, eine Wahnvorstellung. Und so kompliziert die Geschichte auch sein mochte, das war alles, was sie war. Eine Geschichte, etwas, das er sich in seinem Kopf ausgedacht hatte. Seinem erstaunlichen, komplizierten Verstand. Und doch war es nichts weiter als seine Einbildung. Ich klammerte mich an diesen Gedankengang wie an ein Schutzschild und fühlte mich einigermaßen beruhigt. Die Gewissheit der Wissenschaft gab mir wieder ein Gefühl der Sicherheit. Ein Hauch von Traurigkeit mischte sich in die Besorgnis, die auf Daves Gesicht gemalt war. Dann schien er zuzuhören und schaute irgendwo nach rechts. Jones sagt, dass Sie letzten Freitag einen blauen Pullover getragen haben. Und Sie sind in die Klinik geeilt und haben es gerade noch rechtzeitig zu Ihrem ersten Termin geschafft. Ein Riss erschien in meinem mentalen Schutzschild. Letzten Freitag hatte ich tatsächlich einen blauen Pullover getragen. Einen himmelblauen. Außerdem war ich fast zu spät gekommen und hatte es an diesem Morgen sehr eilig gehabt. Sind Sie mir gefolgt? Haben Sie draußen gewartet? Fragte ich und klammerte mich entschlossen an das Schild. Dave hielt eine Weile inne und schaute wieder auf den leeren Platz neben mir. Sie haben mit Ihrem ersten Kunden von dem Stuhl ausgesprochen. Er hat Ihnen von seinem Erlebnis mit seiner Mutter erzählt, als er 6 Jahre alt war. Der mentale Schutzschild löste sich auf. Die kalte Angst sickerte durch. Ich antwortete nicht. Ich konnte es nicht. Jones sagt, es tue ihm leid. Er wisse, dass die Schweigepflicht gelte und dass er nicht bei all diesen Sitzungen hätte dabei sein dürfen. Aber er hofft, es wieder gut machen zu können, indem er ihnen jetzt mit diesem Ding hilft. Ich konnte das Grauen nicht länger unterdrücken. Mir entglitt mein professionelles, ruhiges Auftreten. Inwiefern befürchtet er, dass es mir schaden könnte? Er sagt, dass es ihnen die Energie entzieht, ihre Lebenskraft aufbraucht. Er ist sich nicht sicher, wie es funktioniert, aber allein durch die Nähe zu ihnen ernährt es sich von ihnen. Jones sagt, dass einige dieser Wesen sogar die Fähigkeit haben, Gedanken in ihren Kopf zu pflanzen und ihr Handeln zu beeinflussen. Er hat von einem gehört,
dass ein Opfer dazu brachte, jemanden zu töten, bevor es sich selbst tötete. Ich starrte Dave ausdruckslos an. Jones sagt, dass er versuchen könnte, in Kontakt mit ihm zu treten, damit es verschwindet. Aber er ist sich nicht sicher, ob das funktioniert. Alternativ? Dave brach ab. Und auf seinen Gesichtszügen tanzte die Angst. Alternativ? Er sagte, er könnte eine Zeit lang bei Ihnen bleiben. Er möchte wissen, ob Sie ihn hereinlassen würden, damit er sich Ihnen zeigen kann. Er könnte Ihnen dann zeigen, was zu tun ist. Offenbar nährt es sich am leichtesten von Ihnen, wenn Sie unkonzentriert und abgelenkt sind, wenn Ihr Verstand durcheinander ist. Jones möchte das überwachen und dafür sorgen, dass Sie konzentriert, stark und klar denken. Er ist der Meinung, dass es irgendwann verschwindet und sich ein leichteres Ziel sucht, wenn man konsequent, zielgerichtet und klar im Kopf ist. Ich konnte mir ein nervöses Kichern nicht verkneifen. Er kann auf mich übertragen werden? Und ein klarer Kopf hält das Ding auf. Ja, sagte Dave. Ich will ihn nicht verlieren. Aber ich glaube, ich kann ein paar Tage ohne ihn auskommen. Vielleicht sogar ein paar Wochen. Wären Sie bereit, ihn zu übernehmen? Das Gespräch lief aus dem Ruder. Da ich nicht wusste, was ich noch sagen sollte, nickte ich einfach. Dave nickte im Gegenzug und schloss die Augen. Als er sie wieder öffnete, fragte er: Sehen Sie ihn jetzt? Ängstlich drehte ich mich um und sah mich im Raum um. Eine Flut der Erleichterung durchströmte meinen Körper, als ich feststellte, dass ich niemanden sah. Es gab niemanden. Ich war in Daves Wahnvorstellungen und Halluzinationen hineingezogen worden, hatte ihm irgendwie seine Geschichten abgekauft und war auf das komplizierte Märchen hereingefallen, das er sich ausgedacht hatte. Das war lächerlich. Ich war ein Profi, ein Psychologe. Die Spannung sickerte aus meinem Herzen, als ich mich wieder Dave zuwandte. Ich nahm mein vorheriges professionelles Verhalten wieder auf. Dave, hier ist niemand. Ich sehe hier niemanden. Ich höre auch niemanden. Daves Gesicht verzog sich. Sie können ihn nicht spüren. Er ist genau hier. Er sieht Sie an. Kann ich nicht, Dave. Er ist deine. Er ist das, was du siehst. Ich sehe ihn nicht. Andere sehen ihn nicht. Er ist da, wirklich. Vielleicht dauert es eine Weile. Vielleicht funktioniert es bei Ihnen anders. Ich und er, wir sind von Natur aus auf einer Wellenlänge. Vielleicht seid ihr nicht auf der gleichen Wellenlänge. Ich nickte, um ihn nicht zu sehr zu drängen. Dave, unsere Stunde ist fast vorbei. Danke, dass du so ehrlich und offen zu mir warst. Ich würde dich gern zu einer weiteren Sitzung einladen. Wäre das für dich in Ordnung? Dave wirkte resigniert, aber er willigte eifrig ein, einen weiteren Termin in ein paar Tagen zu vereinbaren. Er schien sicher zu sein, dass ich bald seine Wahrheit sehen würde. Mit meiner Erleichterung mischte sich auch eine tiefe Traurigkeit, als ich mich von ihm verabschiedete. Er war schwer krank. Er steckte in seinen Wahnvorstellungen fest und seine Halluzinationen wurden immer stärker. Viel stärker als bei unserem ersten Treffen. Er war so sehr von seinen Überzeugungen durchdrungen, dass sogar ich ins Schwanken geriet. Ich war mir nicht sicher, was ich für ihn tun konnte, außer ihm zu raten, seinen Psychiater aufzusuchen, um seine Medikamente anzupassen. Nach der ereignisreichen Sitzung mit Dave fühlte ich mich unglaublich ausgelaugt. Ich brachte die verbleibenden Sitzungen mit anderen Klienten hinter mich und am Ende des langen Arbeitstages stieg ich dankbar in mein Auto.
Ich schlief fast am Steuer ein, schaffte es aber mit Hilfe von etwas Heavy Metal sicher nach Hause zu kommen. Endlich konnte ich mich entspannen und mein Abendessen vor dem Fernseher genießen. Nur noch ein bisschen hirnloses Serien gucken. Ich war dabei, mein gefrorenes Abendessen in der Mikrowelle zuzubereiten und zählte hungrig die Sekunden auf meinem Display, als ich eine Bewegung zu meiner Rechten wahrnahm. Ich drehte mich um und stieß einen Schrei aus. Mein Herz schlug bis zum Hals. Dort stand ein Mann, der einen senffarbenen Blazer, ein graues T-Shirt und eine Jeans trug. Er hatte zerzaustes Haar, braune Augen und einen wettergegerbten Ton. Er starrte mich besorgt an. Es tut mir wirklich leid, dass ich Sie erschreckt habe. Ich war mir nicht sicher, wie ich Sie sonst hätte ansprechen sollen. Wer sind Sie? Verschwinden Sie aus meinem Haus! Schrie ich und griff nach meinem Mobiltelefon. Ich bin Jones, sagte er mit einer Stimme, die so klar war wie die Falten auf seiner Stirn. Ich stotterte. Ich weiß nicht, was für einen kranken Scherz Sie sich da ausgedacht haben, aber... Ich hörte etwas an meiner Haustür, bevor sie aufsprang. Meine Nachbarin und enge Freundin stolperte herein. Wir hatten schon früher die Schlüssel zu unseren Häusern ausgetauscht, nur für Notfälle. Geht es dir gut? Ihr Gesicht war von Sorge gezeichnet. Dieser Mann! Ich deutete auf Jones. Er ist in mein Haus eingedrungen. Dieser Mann? Sie starrte mich an, ohne zu verstehen. Welcher Mann? Ich starrte sie und Jones an. Sie folgte meinem Blick. Dann sah sie sich um. Geht es dir gut? Hey, es ist niemand hier. Es sind nur wir. Mit einem dumpfen Aufprall setzte ich mich auf den Boden. Sie kam auf mich zu und umarmte mich. Geht es dir gut? Hey, lass mich jemanden anrufen. Es wird alles wieder gut. Jones stand einfach nur still da. Ich hielt sie davon ab, den Anruf zu tätigen. Ich erfand eine Ausrede, dass ich erschöpft und müde war und Medikamente nahm und dass ich deshalb wohl Dinge sah. Ich müsse einfach nur schlafen, sagte ich ihr und schickte sie aus dem Haus. Ich konnte es mir nicht leisten, von anderen als verrückt angesehen zu werden. Meine Karriere stand auf dem Spiel. Sie war verwirrt und besorgt, drängte mich aber nicht. Sie stimmte zu, das Haus zu verlassen, war aber fest entschlossen, am nächsten Morgen noch einmal nach mir zu sehen. In dem Moment, als ich die Tür hinter ihr schloss, sprach er: Es ist immer noch hier bei dir. Es klammert sich an deinen Rücken. Ich glaube, wir müssen anfangen, es loszuwerden. Ich bin Psychologe. Mein Klient sieht Dinge, die nicht da sind. Inzwischen sehe ich sie auch. Wir sind schon seit 3 Tagen dabei. Schrumpft es nicht? Wenigstens ein bisschen. Oder sieht es gelangweilt aus, als wolle es weiterziehen? Ich zerzauste mir frustriert die Haare. Jones antwortete geduldig, wie immer. Nun, es braucht Zeit. Es gibt nicht so schnell auf. Ich seufzte. Jones ließ sich gegenüber von mir auf die Ottomane sinken. Ich weiß, es ist hart. Du hast in letzter Zeit viel getan. Irritiert runzelte ich die Stirn. Du brauchst mich nicht zu therapieren. Ich weiß, wann du versuchst, meine Gefühle zu manipulieren. Jones lachte. Aber ich meine es ernst. Du hast viel an deiner mentalen Konzentration gearbeitet. Daran, achtsam und zielgerichtet zu sein. Das war eine Menge harte Arbeit. Unwillkürlich spürte ich ein Kribbeln der Erleichterung. Aber ich starrte ihn weiterhin schmollend an. Ich weiß, was du tust. Du hebst meine Bemühungen hervor, lobst mich, um mich zu motivieren, damit ich mich stark und kontrolliert fühle. Du solltest wirklich nicht versuchen, mich zu psychologisieren, weißt du? Aber genau dafür bin ich doch da.
nicht um zu psychologisieren, sondern um dir bei deiner mentalen Verfassung und deiner Konzentration zu helfen. Ich nickte, widerwillig. Mein eigener persönlicher Psychologe. Einer, der für mich da war, rund um die Uhr. Ehrlich gesagt, konnte ich verstehen, warum Dave unter Jones Betreuung so große Fortschritte gemacht hatte. Jones, der Daves Halluzination war. Zumindest hatte ich das gedacht. Als Dave, ein ehemaliger Klient, zurückkam und um Sitzungen bei mir bat, hatte ich befürchtet, dass der Therapeut, zu dem er gegangen war, vielleicht doch nicht so gut zu ihm passte. Aber wie sich herausstellte, war der Therapeut, den er seit der Beendigung der Sitzung mit mir vor mehr als einem Jahr aufgesucht hatte, jemand, den nur er sehen konnte. Er hatte sich einen Therapeuten eingebildet, der ihm rund um die Uhr therapeutische Dienste anbot. Und es funktionierte irgendwie für ihn. Es ging ihm gut. Und er hatte mich offenbar nur wieder aufgesucht, weil irgendetwas um mich herum schwirrte. Etwas, das unheimliche Schwingungen ausstrahlte. Etwas, das mir schaden wollte. Ich war natürlich nicht davon überzeugt. Es war eine völlig unglaubwürdige Geschichte. Aber dann tauchte Jones vor mir auf. Jones und ich hatten daran gearbeitet, mich von dem Wesen zu befreien, das mich plagte. Offenbar ernährte es sich von mir und zog mir meine Lebenskraft, meine Energie ab. Laut Jones neigen diese Wesen auch dazu, ihren Opfern schreckliche Gedanken einzupflanzen, die sie dazu bringen können, schreckliche Dinge zu tun. Jones hatte versucht, das Wesen zu verscheuchen, was auch immer das bedeuten mochte, aber es war ihm offenbar nicht gelungen. Als nächstes sollte ich daran arbeiten, meinen Verstand zu stärken. Laut Jones kann dieses Ding am leichtesten von meiner Lebenskraft zehren, wenn ich unkonzentriert und unmotiviert bin und wenn meine Gedanken zerstreut sind. Leider war das bei mir die meiste Zeit der Fall. Außerhalb der Therapiesitzungen nach Feierabend verfiel mein Gehirn gewöhnlich in einen trägen, vegetativen Zustand. Alles, was ich tun konnte, war, passiv Fernsehsendungen und Podcasts zu konsumieren. In den letzten Monaten war ich nicht einmal mehr in der Lage, Videospiele zu spielen. Eine Aktivität, die ich einst liebte. Psychologe zu sein, kann sehr intensiv und zermürbend sein. Ich stand wieder auf und schritt umher. Es ist wirklich hier, dieses Ding. Jetzt war es an Jones, die Stirn zu runzeln. Du glaubst mir nicht. Ich zuckte unverbindlich mit den Schultern. Nun, du bist der Einzige, der es sehen kann. Du behauptest, dass es da ist und springst von Dave zu meinem Bewusstsein hinüber, um mir zu helfen. Und wir arbeiten jeden Tag stundenlang an meinen Gedanken, an meinen Verhaltensweisen. Und das alles nur auf dein Wort hin. Er sah mich ernst an. Ich fühlte ein Gefühl der Schuld. Aber ich musste meine Zweifel äußern. Meine sehr berechtigten Zweifel, erinnerte ich mich. Nach allem, was ich wusste, konnte er eine Ausgeburt der Hölle sein. Er antwortete nicht. In der peinlichen Stille brachte ich weitere Zweifel an. Du hast Dave wirklich geholfen, einen besseren Kopf zu bekommen. Du hast erstaunliche Arbeit mit ihm geleistet. Aber nun, bevor du ihm erschienen bist, hatte er da irgendwelche Probleme? War er bereits in einem schlechten Zustand? Traurigkeit zerrte an seinen Lippenwinkeln. Er holte tief Luft, als ob er sich beruhigen wollte, um etwas Schwieriges mitzuteilen. Ich bin aus einem bestimmten Grund erschienen. Ich sah ihn aufmerksam an und schwieg. Manche Menschen in eurer Welt sind sensibler. Sie sind mehr im Einklang mit anderen Wesen, aus anderen Welten. Dave, er ist wirklich sensibel. Und sein Geist hat sich zufällig auf meine Welt eingestellt. Nun, es gibt Dinge in meiner Welt, die denen in deiner Welt schaden wollen. Menschen auf eurer Seite, die sensibler sind, die mehr im Einklang sind,
können von diesen Dingen betroffen sein. Sie mögen für diese Menschen nicht sichtbar sein, aber sie können sie definitiv beeinflussen. Und wenn es den Menschen schlecht geht, wenn ihr Leben chaotisch ist, sind sie anfälliger für diese Einflüsse. Er muss meine hochgezogenen Augenbrauen bemerkt haben. Ich weiß, es ist schwer zu akzeptieren. Aber ehrlich gesagt, hast du noch nie über die Existenz anderer Welten nachgedacht? Andere Wesen, von denen deine Welt nichts weiß. Wenn deine Klienten dir zum Beispiel von Dingen erzählen, die sie sahen, von Stimmen, die sie hörten, hast du dich dann nie gefragt, ob das wirklich sein könnte? Könnte es sein, dass sie mit Dingen, Wesen kommunizieren, von denen du nichts wusstest? Daran habe ich gedacht, gab ich zu. Aber dafür gibt es keine wissenschaftliche Grundlage. Zumindest noch nicht. Und ich arbeite auf der Grundlage der Wissenschaft. Ich denke, ich musste es einfach selbst sehen. Ich gestikulierte vage in Richtung Jones. Jones lächelte. Ja, du hast meine Erscheinung besser gemeistert, als ich erwartet hatte. Ich lächelte schief. Wie auch immer, wie bist du in Daves Leben aufgetaucht? Er räusperte sich. Nun, damals hatte ich Dave gesehen. Ich konnte erkennen, dass er empfänglich für unsere Welt war. Und er war an einem dunklen Ort. Es gab Wesen in unserer Welt, die nicht gerade hilfreich waren. Sie ernährten sich von ihm. Er hatte Glück, denn es waren einfache, leicht zu handhabende Wesen. Ich wehrte sie ab, so gut ich konnte. Aber er hielt sich offen für weitere, die auftauchten. Also habe ich... Er hielt inne und sah ein wenig ängstlich aus. Also hast du... Ich habe mich für ihn sichtbar gemacht. Ich konnte die gemischten Gefühle in seinen Augen sehen. Die leichte Furche in seinen Brauen. Ich wartete leise darauf, dass er fortfuhr. Er ist ausgeflippt. Ich konnte ihm ansehen, dass er dachte, er sei endlich gebrochen. Ich fühle mich wirklich schlecht wegen seines anfänglichen mentalen Zusammenbruchs. Ich meine, ich habe versucht, so taktvoll wie möglich auf ihn zuzugehen. Aber ich schätze, dass Leute von deiner Seite nicht wirklich gut damit klarkommen, uns zu sehen. Nun, er hat wegen mir eine Menge Ärger bekommen. Und schließlich wurde er zur Therapie zu ihnen geschickt. Ich habe immer wieder versucht, ihn zu erreichen und ihm zu sagen, dass ich nur da bin, um zu helfen. Ich wollte ihm aus seinem dunklen Loch heraushelfen. Ich wollte seinen geistigen Zusammenbruch wieder gut machen. Und der Rest, naja, du weißt, John. Ich lehnte mich in meinem Sitz zurück, schloss die Augen und versuchte, die verblüffenden Informationen zu verdauen, die er mir gerade mitgeteilt hatte. Es dauerte eine gute Minute, bis ich meine Gedanken ordnen konnte. Willst du damit sagen, dass alle Geisteskrankheiten von Kreaturen aus anderen Welten verursacht werden? Jones zuckte bei dem Wort Kreaturen zusammen. Wir sind nicht alle Kreaturen. Und nein, Geisteskrankheiten sind Geisteskrankheiten. Die meisten ihrer Klienten haben genau das, eine psychische Störung. Es ist nicht so häufig, dass man für andere Welten empfänglich ist. Es ist nicht üblich, Probleme zu haben, wie Dave sie hatte, wie du sie hast. Aber ja, ein kleiner Teil derjenigen, bei denen eine psychische Störung diagnostiziert wurde, hat in Wirklichkeit mit jenseitigen Problemen zu tun. Ich nickte und war erleichtert, dass ich nicht alle Notizen meiner Klienten würde überarbeiten müssen. Es ergab auch Sinn, dass bei Menschen mit diesen außerweltlichen Problemen psychische Krankheiten fehldiagnostiziert wurden. Als Dave zu mir kam, hat er bereits eine Diagnose von einem Psychiater erhalten.
Ich hatte einen Blick auf seine Aufzeichnungen geworfen, sie mit den Diagnosekriterien abgeglichen und mir nichts weiter dabei gedacht. Warum bist du eigentlich nicht einfach wieder verschwunden, als Dave ausgeflippt ist? So funktioniert das nicht. Sobald ich mich für ihn sichtbar gemacht habe, war er irgendwie auf meiner Wellenlänge. So in etwa. Es ist wie das Öffnen einer Packung Chips. Danach kann man sie nicht mehr schließen. Ich meine, man könnte es technisch gesehen, wenn man sie irgendwie versiegeln würde, aber naja, okay, es war eher so, wie wenn man in einen Keks beißt. Man kann dann nicht mehr nicht gebissen haben. Ich meine, es sei denn, man hat nicht gekaut, dann könnte man technisch gesehen... Du meinst, wenn du es einmal gesehen hast, kannst du es nicht mehr rückgängig machen. So wie man, wenn man etwas weiß, es nicht mehr vergessen kann. Ah, ja, ja, das ist viel besser. Das ist es, was ich meine. Ich nickte nervös. Bin ich auch empfänglich? Fragte ich. Naja, das Ding, das an dir hängt, das sollte dir schon etwas sagen. Ich rieb mir mit den Händen über das Gesicht. Werde ich dieses Ding sehen können? Die Kreatur, das Wesen oder was auch immer es ist? Jones zuckte mit den Schultern. Vielleicht, wenn du dich mehr auf es einstimmst. Andererseits müsste es sich wirklich sehr aktiv dafür entscheiden, sich dir zu zeigen. Und wo ist es jetzt? Ich hatte das ungute Gefühl, dass ich es wusste. Jones schien es mir nicht sagen zu wollen. Schließlich sagte er, während er sich unbehaglich hin und her bewegte. Nun, es ist immer noch auf deiner Schulter. Unwillkürlich schauderte ich. Ich hatte recht. Plötzlich verspürte ich den Drang, mir auf die Schulter zu schnippen, sie zu schlagen und wild durch den Raum zu rennen, um es irgendwie loszuwerden. Ich zwang mich, ruhig zu bleiben. Okay. Super. Ich räusperte mich. Das hatte ich mir eigentlich schon gedacht. Ich fange an, es zu spüren. Dieses unheimliche, bedrohliche Gefühl, das ich von ihm bekomme. Das einfach so herumschwebt. Es verwirrt mich innerlich. Ich glaube, ich habe mich vielleicht schon etwas darauf eingestellt, seit du mir davon erzählt hast. Also ja, fantastische Neuigkeiten. Was soll ich jetzt tun? Nun, es ist keine dieser einfachen Kreaturen. Dieses hier ist komplex. Es scheint eine richtige, empfindungsfähige Kreatur zu sein. Ich kann nicht wirklich sagen, was es ist. Es ist wahrscheinlich nicht bereit, sich mir deutlich zu zeigen. Ich schlage also vor, dass du dich darauf konzentrierst, deinen Geist klar zu halten. Sei maximal involviert in alles, was du tust. Und konzentriere dich darauf, wo du dich gerade befindest und was du tust in dem Moment, in dem es geschieht. Wenn du so verfährst, sollte es hypothetisch dazu beitragen, dass es dich weniger stark beeinflusst. Rein hypothetisch. Sehr gut. Okay, also. Über Achtsamkeit. Übe dich in Achtsamkeit, um ein außerweltliches Wesen loszuwerden, das sich an dich geklammert hat. Richtig. Ich weiß, das klingt seltsam, aber das ist das Einzige, was mir momentan einfällt, das funktionieren könnte. Ich sah ihn eine Weile lang an, dann seufzte ich resigniert. Was auch immer funktioniert, schätze ich. Es ist ja nicht so, als hätte ich eine Wahl. An diesem Abend ging Jones los, um nach Dave zu sehen. Dave war vor ein paar Tagen zu seiner Nachuntersuchung gekommen. Und er war mehr als erfreut gewesen, als er erfuhr, dass auch ich Jones gesehen hatte. Ich glaube, tief in seinem Inneren hatte ein Teil von ihm noch Zweifel an Jones gehegt.
Wahrscheinlich hatte er sich von Zeit zu Zeit gefragt, ob andere Leute, Leute wie ich, recht gehabt hatten und Jones nur eine Halluzination war. Die pure Erleichterung und Freude auf seinem Gesicht zeigte, wie viel es ihm bedeutete, dass auch ich Jones sehen konnte. Dave schien gut damit zurechtzukommen. Aber es war schon eine ganze Weile her, dass Jones von seiner Seite gewichen war. Und Jones wollte unbedingt nach ihm sehen. Er wirkte fast wie eine besorgte Vaterfigur, obwohl sie vom Alter her wahrscheinlich eher wie Brüder waren. Andererseits könnte Jones auch 1000 Jahre alt sein, wer weiß das schon. Als ich zum ersten Mal seit einer Woche wieder allein war, fühlte ich mich erleichtert und frei. Aber gleichzeitig konnte ich das schwache Gefühl der Leere nicht leugnen, das mich beschlich. Ich hatte mich schnell an Jones Gesellschaft gewöhnt. Schließlich wurde mir klar, was für ein guter Mensch Dave war, dass er bereit war, sich meinetwegen von Jones zu trennen, nachdem er ihn so lange bei sich gehabt hatte. Ich übte mich in Achtsamkeitsmeditation und versuchte mein Bestes, meine Gedanken auf meinen Atem zu konzentrieren, auf das Hier und Jetzt. Aber es war schwierig, denn ich wusste und spürte, dass dieses Ding irgendwo in der Nähe war und mich beobachtete. Ich entschied mich, früh zu Bett zu gehen. Nachdem ich mich gewaschen und das Licht ausgeschaltet hatte, kuschelte ich mich in meine Decke. Ich hatte vor dem Schlafengehen ein Schlafmittel eingenommen und war daher zuversichtlich, dass ich gut schlafen würde. Am nächsten Morgen hatte ich eine frühe Sitzung. Ich lag eine Weile still, aber das Ziehen in meinem Nacken machte mir zu schaffen. Ich drehte mich auf die Seite, um die Spannung in meinem Nacken zu lösen. Ich wurde schon schläfrig, als ich spürte, dass es sich bewegte. Es ließ sich vor mir nieder, mit angespannter Brust und zugeschnürter Kehle, zwang ich mich, langsam meine Augen zu öffnen. Eine lähmende Angst umhüllte mich. Ich konnte nicht schreien. Alles, was ich tun konnte, war es, weiterhin unbeweglich anzustarren. Ein Wirrwarr aus dunklen und gräulichen Gliedern, wildem, unordentlichem Haarwirrwarr. Ein blasses, leeres Gesicht mit wächserner Haut. Schwarze Augen, völlig schwarze Augen. Das Weiß war nirgends zu sehen. Und ein zerklüfteter Mund, der zu einem schiefen Lächeln verzogen war. Du wolltest nicht sehen. Ich bin Psychologe. Ich sehe Dinge, die andere nicht sehen. Das muss endlich aufhören. Ich starrte entschlossen nach vorne und beobachtete, wie sich meine Tasse voll Pilzsuppe in der Mikrowelle drehte. In der Peripherie meines Blickfeldes konnte ich es noch sehen. Das Ding, das kopfüber von der Decke baumelte. Ich konnte das feuchte Rasseln aus seiner Kehle hören, den widerlich süßen Geruch riechen, den es verströmte. Mein Gesicht blieb zu einem grimmigen Ausdruck erstarrt, während ich seine Anwesenheit entschlossen ignorierte. Es senkte sein bleiches, wächserndes Gesicht zu mir herab und versperrte mir die Sicht auf die Mikrowelle. Es starrte mir direkt in die Augen, und die hohle Leere seiner dunklen Augen, die nur eine Iris und kein Weiß hatten, jagte mir eiskalte Schauer über den Rücken. Dann streckte es eine seiner vielen Gliedmaßen aus und legte seine klamme, deformierte Hand auf meinen Hals. Die blanke Angst in meinem Bauch setzte sich immer tiefer fest. Doch ich zuckte nicht zurück. Ich wusste, dass ich es anerkennen,
seine Anwesenheit akzeptieren und um es herum arbeiten sollte. Ich wusste, dass das, was ich meinen Klienten beigebracht hatte, nämlich etwas zu vermeiden und zu verdrängen, unweigerlich zum gegenteiligen Effekt führt. Dein Geist würde sich nur noch mehr auf das fixieren, was du zu ignorieren versuchst, was ihm Macht und einen stärkeren Einfluss auf dich verleiht. Aber ich war müde. Ich schaffte es nicht. Mein Geist war am Boden zerstört. Die letzten Wochen waren ein mühsamer und schmerzhafter Kampf des Willens gewesen. Er terrorisierte und verhöhnte mich bei jeder Gelegenheit, während ich mit allerlei mentaler Gymnastik versuchte, mich darauf zu konzentrieren, meinen Tag zu bewältigen, um mich nicht von ihm bezwingen zu lassen. Ich war völlig am Ende. Ich hatte es satt, seine Anwesenheit zu akzeptieren, seine abschreckende, beängstigende, lästige Präsenz. Ich war fertig damit, mich zu zwingen, mich trotz seiner Anwesenheit auf meine Aktivitäten zu konzentrieren. Ich wollte das Ding packen, schütteln, erstechen, erwürgen. Jones hatte mir geholfen, mich in Schach zu halten, wenn die Angst und die Wut überhand nahmen. Aber ich war gefährlich dünn besaitet. Es hatte mir meine Leidenschaft genommen. Ich konnte meinen Job nicht mehr machen. Ich konnte die eine Sache nicht mehr tun, auf die ich über ein Jahrzehnt hingearbeitet hatte. Die eine Sache, die mich in den letzten Jahren erfüllt hatte. Ich konnte kein Psychologe sein, wenn dieses Ding um mich herum war. Ich hatte es versucht. Ich war zu einer geplanten Sitzung gegangen, hatte mich hingesetzt und mir verschiedene Gesichtsausdrücke aufgesetzt. Ein besorgter Blick, ein verständnisvoller Blick, ein Lächeln hier, ein Nicken dort. Aber ich war nicht in der Lage gewesen, die Sitzung durchzustehen. Als meine Klientin mir gegenüber saß und mir ihr Herz ausschüttete, war es an einem seltsamen, krummen Gang hin und her gewandert und hatte mich mit einem spöttischen Blick angesehen. Wenigstens sprach es nicht mit mir. Seit dieser einen Äußerung hatte es ein unheimliches Schweigen bewahrt. Aber es brauchte nicht zu reden, um mich zu verwirren. Während dieser Sitzung hatte es sich manchmal auf das Gesicht meiner Klientin gesetzt. Manchmal hatte es hinter mir gehockt. Als ich die Hand ausstreckte, um meiner Klientin ein paar Taschentücher anzubieten, kletterte es auf ihren Kopf und zog langsam eine seiner Gliedmaßen über den Hals, während es seine Lippen zu einem entnervenden Lächeln verzog und sich der Speichel darauf sammelte. Ich hatte mit unterdrücktem Entsetzen zugesehen und erwartet, dass ihr das Blut aus der Kehle spritzen würde. Aber das war nicht der Fall. An einem anderen Punkt hatte ich einen seltsamen Drang verspürt, einen durchdringenden Gedanken. Töte sie. Ich wusste, dass er mir in den Kopf gesetzt worden war. Jones hatte versucht einzugreifen. Er hatte ungesehen neben der Klientin gestanden und mich angeleitet. Lass es tun, was es tut. Du darfst nicht darum kämpfen, es zu ignorieren. Du darfst nicht wollen, dass es aufhört, dass es verschwindet. Lass es einfach sein. Konzentriere dich darauf, ihr zuzuhören. Konzentriere dich darauf, dass deine Klientin ihre Geschichte erzählt. Aber es hatte nicht geholfen. Alles, was es bewirkte, war, mich weiter abzulenken und den Lärm in meinen Kopf zu verstärken. Ich war nicht überrascht, als meine Klientin ihr Unbehagen über mein seltsames Verhalten zum Ausdruck brachte. Wäre ich in der richtigen Stimmung gewesen, hätte ich sie wahrscheinlich dafür gelobt. Sie war ein
zutiefst nervöses und unsicheres Mädchen. Und noch vor 2 Monaten hätte sie es nicht gewagt, dies zu erwähnen. Sie scheinen sehr abgelenkt zu sein, hatte sie gesagt. Sie schauen ständig umher. Ich bin mir nicht sicher, worauf. Geht es Ihnen gut? Ich hatte sie ein paar Augenblicke lang nur wortlos angestarrt. Dann hatte ich mich zusammengerissen. Es tut mir so leid, aber ich habe schreckliche Kopfschmerzen. Und ich habe ein paar Medikamente genommen. Das stört meine Konzentration. Oh, das tut mir leid. Möchten Sie... Sie brach ab, unsicher, unbeholfen. Lassen Sie uns die Sitzung beenden. Es tut mir leid, dass ich Sie zu mir geholt habe. Ich hätte meine Grenzen kennen müssen. Hätte dir sagen müssen, dass ich dem nicht gewachsen bin. Ich werde dir den heutigen Tag nicht in Rechnung stellen. Es tut mir furchtbar leid. Meine Kundin war verständnisvoll und dafür war ich dankbar. In dem Moment, als sie die Klinik verließ, brach ich in Tränen aus. Jones hatte neben mir gesessen und kein Wort gesagt. Auch dafür war ich dankbar. Vielleicht hatte ich den Verstand verloren. Vielleicht gab es dieses Ding gar nicht. Vielleicht brauchte ich ernsthafte psychologische Hilfe. Vielleicht war es nur eine Halluzination. Vielleicht war Jones wirklich nur eine Halluzination von Dave. Und ich hatte auch angefangen zu halluzinieren. Deshalb konnte ich Jones auch sehen. Oder vielleicht war Dave gar nicht wirklich da. Vielleicht war sogar Dave nur meine Halluzination gewesen. Meine Halluzination, die jemand anderen halluzinierte. Ein ersticktes Glucksen entwich meinen Lippen. Ich war verrückt geworden. Das war ich wirklich. Seit dieser einen katastrophalen Sitzung hatte ich keine Sitzung mehr gehabt. Ich hatte alle meine Termine abgesagt, mit der Begründung, ich sei krank. In den letzten Wochen war ich allein zu Hause gewesen und hatte Nachrichten und Anrufe aus der Außenwelt ignoriert. Es gab nur Jones, mich und ihn. Die Mikrowelle piepte und riss mich aus meinen Gedanken. Ich ignorierte das Ding, das einfach dahing und mich anstarrte. Es war definitiv nicht verschwunden. Es schien sogar noch zäher, noch stärker zu sein. Wahrscheinlich hatte es einen Riesenspaß daran, sich an meiner schwindenden Lebenskraft zu laben. Ich griff nach der Tasse, ließ sie sofort fallen und fluchte. Ich hielt meine raue, glühende Hand eine Weile unter den Wasserhahn, während Jones auf der Arbeitsplatte saß und zusah, wie das Wasser floss. Dann ergriff er das Wort. Weißt du, seine Form hat er sich nicht selbst ausgesucht. Es hat sie gewählt, weil es wusste, dass es etwas ist, das du fürchten würdest. Ich schwieg eine Weile und brachte die Kraft auf, mich aus der schweren Schlacke zu befreien, von der ich mich umgeben fühlte. Ich zwang mich zu einer Antwort. Es hat seine Form ausgesucht. Woher weißt du das? Nun, weil Wesen aus meiner Welt können ihre Formen wählen. Das war neu für mich. Aus den Tiefen meiner emotionalen Kanalisation stieg eine Blase der Neugierde auf. Also, hast auch du deine Form gewählt? Jones zögerte einen Moment. Er schien nervös zu sein. Ja, das habe ich. Er wandte den Blick ab. Warum hast du diese Form gewählt? Ist es jemand, den du kanntest? Jemand, den du getroffen hast? Er antwortete nicht. Ich wollte nachhaken, mehr fragen, aber eine Vorahnung sagte mir,
dass mir die Antwort nicht gefallen würde. Und im Moment konnte ich keine weiteren Überraschungen vertragen. Jones war meine einzige Verbindung zur Vernunft, und das sollte auch so bleiben. Oder vielleicht war er ein Produkt meines Wahnsinns, wer wusste das schon? Ich setzte mich einfach vor den Fernseher und aß meine Suppe. Die Sendung war fast zu Ende, als Jones schließlich wieder das Wort ergriff. Ich möchte ehrlich zu dir sein. Und ich hoffe, dass du dich mit deinem Urteil zurückhältst und dir vor Augen hältst, was ich für dich, für Dave, für die Erfahrung, die wir gemacht haben, getan habe. Ich sah ihn nur an. Diese Form, es ist jemand, dem ich schon mal begegnet bin. Das Schweigen zwischen uns dehnte sich aus. Ich war auch einmal ein einfaches Ding. Ein einfaches Geschöpf. Blind, nicht wirklich empfindungsfähig. Ich wusste nur, dass ich mich ernähren musste. Das war mein einziger Instinkt. Sich ernähren. Er blickte auf den Boden und sprach schnell, als ob er die Worte erzwingen wollte, bevor er die Nerven verlor. Dann bin ich diesem Kerl begegnet. Nur habe ich ihn nicht als Kerl, als Person wahrgenommen. Ich erkannte ihn nur als Nahrungsquelle. Ich habe seine Energie konsumiert, seine Lebenskraft. Ich habe so viel davon genommen. Normalerweise wechselte ich von Nahrungsquelle zu Nahrungsquelle, denn es war schwer, mit jemandem auf dieser Seite verbunden zu bleiben. Die Verbindungen kamen und gingen, aber er war auf meine Welt eingestimmt. Er bewegte sich irgendwie zwischen den Welten, so wie Dave. Aber ich war nicht ich, damals nicht. Ich war diese einfache Kreatur. Also hielt ich mich an ihn und ich ernährte mich von ihm. Das Blut wich langsam aus meinem Gesicht. Ich wünschte, ich hätte nicht gefragt. Dann begann ich eine höhere Form des Bewusstseins zu erlangen. Ich fing an, andere Gedanken zu haben als die Suche nach Nahrung. Ich begann, lebendig zu werden. Ich glaube, ich nahm seine Essenz in mich auf. Ich glaube, ich habe so viel von seiner Lebenskraft aufgesaugt, dass ich mich entwickelt habe. Entwickelt? Weiterentwickelt. Ich wurde zu einem echten, fühlenden Wesen. Und ich begann zu denken. Seine Gedanken zu denken. Zuerst. Fühlte seine Emotionen. Dann fing ich an, meine eigenen Gedanken zu denken. Ich wurde ein Mensch, wenn es das ist, was ich bin. Aber als ich merkte, was ich ihm antat, als ich die Moral erlangte, zu wissen, dass es falsch war, war es zu spät. Ich hörte auf, mich von ihm zu ernähren, aber es war zu spät. Ich muss ihm schon zu viel von seiner Lebenskraft genommen haben. Eines Tages hörte er einfach auf zu atmen. Er zwang sich, den Kopf zu heben und sah mich mit Schmerz und Scham in den Augen an. Ich schaute weg. Ich fühlte so viel Schuld. Ich fühle immer noch so viel Schuld. Also nahm ich seine Gestalt an, um ihn zu ehren, um ihn im Gedächtnis zu behalten, um mich daran zu erinnern, was ich getan hatte. Und ich begann zu versuchen, diese anderen Dinge zu stoppen, diese Kreaturen zu stoppen, die ich einmal war. Seitdem versuche ich, mich reinzuwaschen. Ich war still. Mein Gesicht war leer. Sag etwas, flehte Jones nach einer langen, unangenehmen Stille.
Hast du dich von Dave ernährt? Fragte ich in einem Ton, der schroffer war, als ich beabsichtigt hatte. Nein, hab ich nicht. Nicht von Dave. Ich bemerkte seine Wortwahl und das Grauen machte sich breit. Nicht von Dave? Hast du dich von mir ernährt? Jones hielt inne, einen langen Moment lang. Ja, aber nur ein oder zweimal. Zweimal, das war's. Ich starrte ihn an, ängstlich, wütend, entrüstet, sprachlos. Aber nur um Dave zu helfen. Ich wollte etwas von deinen Fähigkeiten und ich hatte nicht die Zeit, mir die Jahre zu nehmen, um sie zu lernen. Ich brauchte nur ein kleines bisschen von dir, um Dave zu helfen. Aber ich hörte sofort auf, als ich genug hatte, um ihm zu helfen. Dann habe ich gemerkt, dass dich dieses Ding umgibt. Und ich wollte dir helfen. Ich presste die Lippen fest aufeinander und umklammerte die Tasse und den Löffel. Raus hier, wollte ich schreien. Hau ab und lass mich in Ruhe. Aber ich habe kein Wort gesagt. Denn ich brauchte ihn. Trotz allem. Trotz der Angst, die mich erfüllte. Trotz des Entsetzens und des Grolls, das er sich an mir genährt hatte, konnte ich ihn nicht bitten zu gehen. Ich konnte mich diesem Ding nicht stellen. Nicht allein. Diesem Ding, das mit einem spöttischen Gesichtsausdruck in meiner Brust herumkroch. Also saß ich da und nahm einen weiteren Schluck von meiner Suppe. Jones saß mir gegenüber und starrte mich ängstlich an, während ich die Suppe mit bedächtigen Schlucken austrank. Dann sah ich ihm direkt in die Augen. Du willst helfen? Dann hilf! Werde es los! Ich versuche es. Es ist ein langer Prozess, aber wenn wir nur... Nein! Schluss mit dieser Achtsamkeitsscheiße! Ich habe es versucht. Ich habe es immer wieder versucht. So verdammt hart. Aber es funktioniert einfach nicht. Nein, tut es nicht. Ich habe es satt. Wenn du helfen willst, dann hilf. Tu etwas. Tu irgendwas. Jones sah mich mit großen Augen an. Traurigkeit und Hilflosigkeit zeichneten sich auf seinem Gesicht ab. Ich wandte mich ab und schaltete auf eine andere Sendung um. Er schwieg eine ganze Weile. Ich konnte sehen, dass er tief in Gedanken versunken war. Dann setzte er sich auf und zog meine Aufmerksamkeit auf sich. Sein Gesicht verhärtete sich vor Entschlossenheit. Ich werde etwas unternehmen. Ich werde dir helfen. Wie? Ich werde mich davon ernähren. Meine Augen weiteten sich vor Erstaunen. Du wirst was tun? Ich kann mich davon ernähren. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber wenn wir die gleichen Nahrungsquellen nutzen. Er zuckte zusammen, als er die Worte aussprach. Wenn wir uns beide von Menschen aus deiner Welt ernähren, kann ich mich vielleicht von ihm ernähren. Wie eine Art großer Fisch, kleiner Fisch. Ich will nicht sagen, dass ihr die Würmer seid oder so. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich starrte ihn nur an. Ich weiß nicht, wie es sein wird, was passieren wird. Aber ich würde es versuchen. Ich würde es jetzt versuchen. Aber ich würde es vorziehen, wenn du mich nicht dabei sehen würdest. Wenn du nicht zusehen würdest. Ich sah ihn an und verdaute seine Worte. Dann nickte ich. Ich schaltete den Fernseher aus und ging in Richtung meines Schlafzimmers. Das Ding versuchte mir zu folgen. Ich konnte seine unregelmäßigen Schritte hören. Ich drehte mich nicht um.
Ich hörte, wie Jones es packte. Es kreischte. Ich drehte mich immer noch nicht um, ging einfach in mein Schlafzimmer und schloss die Tür. Ich machte mich so gut es ging zum Schlafen fertig und ignorierte die spukhaften Schreie und die schweren Schläge, die draußen zu hören waren. Ich weiß nicht, wie ich eingeschlafen bin, aber ich bin eingeschlafen. Und als ich aufwachte, sanken die Erinnerungen an die vergangene Nacht in mich hinein. Ich lag einfach im Bett und starrte an die Decke. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Dann knarrte meine Tür auf. Zu meiner großen Erleichterung kam Jones herein. Und dahinter war nichts mehr zu sehen. Es ist weg, sagte er schlicht. Ein schwaches Gefühl der Erleichterung bahnte sich seinen Weg durch meine Zweifel. Ich rieb mir den Schlaf aus den Augen und schaute ihn genauer an. Seine Augen waren hohl und ein Hauch einer unerkennbaren Emotion färbte sein Gesicht. Seine Haut wirkte blass. Wechseln. Geht es dir gut? Fragte ich zaghaft. Was auch immer er getan hatte, es schien ihn sehr mitgenommen zu haben. Das tut es, sagte er. Dann lächelte er, die Lippen gezwungenermaßen verzogen. Meine Erleichterung löste sich schnell in eine kalte, flüssige Angst auf. Angst kribbelte in meinen Nacken. Irgendetwas stimmte nicht. Ich fühlte mich wie versteinert. Aber ich verdrängte die Angst. Er ist wahrscheinlich nur erschöpft, dachte ich verzweifelt. Er muss sich einfach ausruhen, um wieder zu seinem normalen Selbst zu werden. Ja, sagte er und ließ mich aufschrecken. Ich muss mich nur ausruhen. Ich werde wieder normal sein. Sein Lächeln wurde breiter. Es war ein beunruhigendes, aber seltsam vertrautes Lächeln. Wenn dich dieses Video verängstigt hat, schockiert, verdattert, aufgestachelt, erfreulich angewidert oder auf sonstige Weise unterhalten, dann like es. Und falls noch nicht geschehen, abonniere den Kanal und aktiviere